Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Schlag den Raab. Live aus Köln-Mülheim. Und hier ist Ihr Spielleiter, Matthias Obtenhövel. Schönen guten Abend zusammen, herzlich willkommen. Danke sehr. Dankeschön. Ja. Oh, das tut gut, das ist sehr freundlich von Ihnen, aber wenn Sie das noch länger durchziehen, wissen Sie, kommen Sie morgen erst wieder zum Frühstück nach Hause. Also, heute Schlag den Raab Teil 7 und in diesem Koffer, wie immer, frisch gebügelt, die Scheine, um die es heute geht. Ladies and Gentlemen, 500.000 Euro heute wieder im Pott. Ja. Die werden heute vergeben und Stefan Raab hat diesen Koffer schon lange nicht mehr in der Hand gehabt. Die letzten beiden Male verloren und vielleicht erleben wir heute ja das größte Comeback nach Howard Carpendale im deutschen Showbusiness. Das entscheiden wie immer Sie zu Hause, denn Sie rufen ja für Ihren Favoriten an und wir stellen Ihnen gleich 5 Kandidaten vor. Bevor es soweit ist, jetzt erstmal zu dem Mann, der es so richtig wissen will heute. Die Legende lebt und ist bereit, erneut zuzuschlagen. Immer eine Nasenlänge voraus. Das ist der Sieg für Stefan Raab. Ja! Immer einen Tick besser als die Konkurrenz. Da! Die letzte Niederlage war schmerzhaft. Nach einem sicher geglaubten Sieg schmolz der Vorsprung dahin. Und am Ende stand er vor dem Nichts. Das wird heute nicht passieren. Das hat er sich geschworen. Hier ist der Mann, der heute nicht bereit ist, 500.000 Euro zu vergeben. Meine Damen und Herren, er ist heiß wie Frittenfett. Hier ist Stefan Raab. Stefan, na? Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Ja. So. Ja, freut mich. Ja, man möchte dir Mut zusprechen. Das ist ja auch gut so. Oh. Hallo. Ja, sehr schön. Die letzten beiden, die dich geschlagen haben, hatten alle eine Vollglatze. Ich sehe, auch du warst frisch beim Friseur. Ist da die Schublade? Friseur, kann man das nicht nennen, aber. Aberglaube aufgezogen worden, oder was? Ja, selbst mit der Ratzmaschine drüber gegangen. Okay. Ja, die Nation will ja wissen, wie hast du das verkraftet, irgendwie diese beiden Niederlagen in Folge? Ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt. Ach so. Ja, es war sehr tragisch das letzte Mal. Es war du hast knapp, lange geführt. Ärgerlich, aber knapp. Beim Riechen hätte ich es machen müssen. Aber die einen sagen so, die anderen so. Ist halt, richtig. Ja, man steckt halt nicht drin. Aber du hast hier nicht irgendwie an den Pulsadern rumgespielt, wie damals bei Take That, sondern hast gesagt, ich nehme es wie ein Mann und trete wieder an. Ich weiß gar nicht, war ich bei Take That? Ich weiß nicht. Ja. Sagt man ja so. Aber auf jeden Fall willst du heute angreifen. Es sind 5 Kandidaten, die zur Auswahl stehen. Wir fangen gleich beim ersten an. Ja, das will das Protokoll so. Und hier ist Lars. Hallo Lars. Hallo. Ja, sehr beeindruckende Bilder schon irgendwie beim Warmmachen, beim Ringen. Das war ja Breakdance am Kopf, was du da gemacht hast. Hast du auch diese berühmten Blumenkohlohren, die Ringer haben? Die habe ich auch, aber sie sehen bei mir noch relativ gut aus. Ja, das meinst du. Aber wie viel kann man damit ziehen? Wie Kilo? Ja, 120. Mit den Ohren alleine. Das finde ich nicht schlecht. Du hast 12 Jahre schon deine Frau gehabt, aber jetzt erst geheiratet und die Hochzeitsreise steht aus. Was war da los? Ja, wir mussten uns halt erstmal kennenlernen. Das war seine Zeit, ja. Ja, genau. Nein, meine Frau hält von der Ehe grundsätzlich nicht so viel, aber ich habe einfach nicht locker gelassen und jetzt kam sie nach 12 Jahren nicht umhin, endlich mal Ja zu sagen. Ja, und wenn du heute gewinnst, dann fährst du sogar bei der Hochzeitsreise mit.
Auf jeden Fall. Ja, ja, das ist doch schon mal gut. Also dir viel Glück, Lars. Und wir schauen uns mal den nächsten Kandidaten an. Das ist der Philipp. Hallo Philipp. Hallo Matthias. Ja. Stefan, darf ich vorstellen, dass ein Mitglied der Football-Nationalmannschaft, kriegt man da von der Sporthilfe auch Geld oder direkt rohes Fleisch? Also direkt rohes Fleisch haben wir bekommen. Also ja. Geld, da bringen wir meistens immer selber mit. Football ist leider immer noch ein Randsport. Aber vielleicht wird es ja irgendwann mal. Wir dürfen an dieser Stelle dein Gewicht verraten. 113 Kilo, das ist exakt so viel wie Knut momentan wiegt, der Eiswehr. Hoffentlich bist du denn auch so süß? Ja, weiß ich nicht. Das müssten die Zuschauer gucken, ob sie mich wählen, und dann werden wir sehen. Auf jeden Fall ganz viel Glück, ja, Philipp, für dich. Und unser dritter Kandidat ist der Markus. Hallo Markus. Hi. Stefan möchte wissen, was in dem Zusammenhang kurzer Prozess heißt. Das heißt, du... Fest machen. Achso, also nicht, du verlierst die ersten 10 Spiele und gehst dann in Berufung oder so. Nee, Vollgas von Anfang an. Alles klar. Du machst Improvisationstheater, haben wir gerade gesehen. Ich habe es nicht ganz verstanden. Das heißt, du kriegst ein Wort und dann schreist du zu diesem Thema, oder? Ja, so ungefähr. Nee, also das ist einfach, dass es kein Drehbuch in dem Sinne gibt, sondern man kriegt einfach nur ein Thema und improvisiert das dann ein bisschen, kriegt eine Vorgabe, hier seid ihr jetzt in einem Restaurant und macht mal was draus. Irgendwie. Du weißt aber schon, dass das hier nicht die Schillerstraße ist, sondern Schlag den Rat. Ah, so ähnlich, finde ich, so ein bisschen. Okay, also Marathon steht auch unter 4 Stunden. Ja, ja. Da hat Elton, glaube ich, morgen gerade die erste Verpflegungsstation erreicht in der Zeit. Aber wir drücken ihm auf jeden Fall die Daumen. Wo könnte Stefan dir ausdauermäßig gefährlich werden? Was meinst du? Nirgendwo. Alles? Das lassen wir mal so stehen an dieser Stelle. Vielen Dank, Markus, dir auch viel Glück. Und wir haben eine Dame im Feld, das ist Sonja. Schön, dass auch du bei uns bist. Sonja, wir sind leicht irritiert über diese Aussage, dass du dir vom Geld eine Putzfrau leistest. Wenn das so ist, hat dein Mann zu Hause dann überhaupt noch was zu tun? Vor dir steht die unordentlichste Frau der Welt, also von daher würde ich es wirklich anbieten. Stefan hat jetzt schon Angst vor Spiel 13, wenn es heißt Sonnengruß, extrem. In welche Richtung macht man das denn bei einem Sommer wie diesem? Das ist eigentlich völlig egal, da kann man flexibel sein. Ich suche mir immer den schönsten Punkt am Horizont. Du läufst 100 Kilometer in der Woche? Mindestens, ja. Ehrlich? Ja, ich bin vor 3 Wochen den München-Marathon gelaufen. Da habe ich übrigens 10.000 Männer hinter mir gelassen, Stefan. Also warum nicht heute auch dich? Ja. Donnerwetter, ja. Vielleicht ist ja ein Laufspiel dran. Wir drücken dir die Daumen, aber wir wissen es natürlich jetzt noch nicht. 100 Kilometer läuft sie in der Woche. Ist mir neu, dass Detmold keine Streifenwagen hat. So, jetzt haben wir noch einen einzigen Kandidaten, den nennen wir jetzt gerne, das ist Daniel. Guten Abend. Hallo Daniel. Ja, Moment, da ist ein Fehler im Bild. Wo ist deine schöne Buddy-Holly-Brille? Oh, die habe ich zu Hause gelassen. Ich dachte, wir machen hier Sport. Ja, aber du weißt, dass du auch ein bisschen was am Pult erkennen musst, ne? Ja, das geht schon. Also Kontaktlinsen drin. Leichter David-Hamilton-Effekt. Ja, okay. Wir fassen nochmal zusammen. Referent im Bereich Gesundheitspolitik, aber ja, schön saufen und rauchen beim Kartenkloppen, ne? Bist du sonst auch immer so glaubwürdig, sag mal? Ja. Ja, finde ich gut. Ja. Wie viel kriegt eigentlich Gregor Grisi ab für diesen Wahlwerbespot, wenn du gewählt werden solltest und gewinnen solltest? Ich habe versprochen, darüber Stillschweigen zu bewahren. Aha, so. Aber eine Antwort, Chris, kriege ich bitte noch auf die Frage, wo du diesen sehr attraktiven Krokodildress beim Inlineskaten gekauft hast. Der ist mir mal auf den Körper geschneidert worden. Hast du den drunter, wenn du gleich spielen musst? Ich habe es überlegt, aber ehrlich gesagt habe ich mich nicht getraut. Schade, 400 Anrufer weniger, aber okay. Wir wünschen dir viel Glück, das ist Daniel, meine Damen und Herren. So, das sind also unsere 5 Kandidaten und Sie zu Hause müssen jetzt ans Telefon gehen und Ihren Favoriten auswählen. Macht dir irgendjemand Sorgen da oben? Nö. Das ist also, wenn Sie es körperlich drauf haben, haben Sie es in der Birne nicht und umgekehrt. Okay.
Ja, so bescheiden kennen wir ihn, meine Damen und Herren. Und gleich wird es klingeln, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber die Tatsache, dass es jetzt noch nicht so weit ist, zeigt, dass es spannend war. Aber jetzt haben wir ein amtliches Endergebnis und wir rufen mal unsere Grafik rein. Bin ich aber mal gespannt. Ja, aber ich erst, du. Hier sind unsere Balken, also... Oh, das ist verdammt eng da oben. Aber wir fangen mal unten an. Viel deutlicher. Das ist richtig. Ja, ich glaube, das ist fast das knappste Ergebnis. Markus ist leider nicht dabei, auf Platz 5. Danke, Markus. Toller Kandidat, super Bewerbung. Hat nicht gereicht. Wer ist auf Platz Nummer 4? Und spielt auch nicht gegen Stefan heute um 500.000. Daniel. Auch leider nicht. Auch wenn Gregor Gysi auf Wahlwiederholung gedrückt hat, das ein oder andere Mal. Es hat nicht gereicht. Jetzt sind wir auf Platz 3. Wer wird nicht spielen? Philipp. Philipp ist es auch nicht. So, Sonja. Sonja oder Lars? Sonja oder Lars, sehr, sehr knapp. Und das heute am Weltmännertag, meine Damen und Herren. Heute? Ja, ist heute. Wahnsinn. Ja, am Weltmännertag wirklich eine Frau, ja! Das ist unfassbar! Bewerbung. Ja, hallo. Das ist Stefan. Hi, Stefan. Hallo, Sonja. Hallo. Das ist ja unfassbar. Da bin ich aber am Weltmännertag ein Geschlechterkampf. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, weil wir hatten ja immer Frauen zur Auswahl stehen. Und nur einmal, das war in der ersten Show, hatte eine Frau gewonnen. Und danach habe ich gedacht, weil die nicht so optimal abgeschnitten hat, das passiert nicht wieder. Aber kann man mal sehen. Aber du wahrscheinlich war das. Wahrscheinlich haben alle Frauen für dich angerufen, weil du dir eine Putzfrau einstellen willst. Und dann nein, gesagt, komm, nein, da bin ich dafür. Es haben alle Putzfrauen angerufen, meine Damen und Herren, weil sie nämlich einen Job wollen. So, weil sie wissen, wenn Sonja gewinnt, sie hat einen guten Stundenlohn oder, in der Tasche. Oder sie haben gedacht, beim letzten Mal war auch ein Polizist, der hat gewonnen. Ja, genau, ja könnte natürlich sein. Was ist aber grün und stinkt? Werder Bremen! Exakt. Meine Damen und Herren, ja. Jetzt haben sie sich lieb noch. Nein, ja. Ich bin ganz, also ich mag Polizisten total gerne. Absolut. Doch, ja. Also ich bin immer gut behandelt worden. Sonst hat sie auch Dauerfeuer in der Tasche schon am Colt. Ich werde euch jetzt mal ganz kurz, aber ihr werdet es sicherlich wissen, aber vielleicht der ein oder andere Zuschauer zu Hause noch nicht, den Abend erklären, sprich unser Punktesystem. Wir haben 15 Spiele insgesamt, die sind in ihrer Wertigkeit steigend. Ne? Erstes Spiel gibt einen Punkt, zweites Spiel zwei, dritte drei, bis hoch zu 15. Wenn man das alles zusammen addiert, kommt man auf die Gesamtpunktzahl von 120. Die Hälfte ist 60. Wer also als erstes heute Abend von euch 61 Punkte geholt hat, der hat gewonnen, sprich 500.000 Euro. Wenn es Stefan sein sollte, geht das Geld in den Jackpot und wir spielen beim nächsten Mal, das ist übrigens am 15. Dezember, um 1 Million Euro. Da ja? Davon ausgehen. Wir schauen uns mal an, wie dieser Abend theoretisch verlaufen könnte. Ja, das ist hier unser Scoreboard, also Sonja gewinnt das erste Spiel einen Punkt, Stefan das zweite zwei und so weiter und so fort. Beim letzten Mal war es ja hinten raus sehr, sehr, sehr knapp. Stand 60 zu 60 letztes Mal. Ja, aber ihr seht, ja, die dicken Fische kommen zum Schluss. Wenn man vorne einen leichten Hänger hat, ist das noch gar nicht so entscheidend. Aber wir haben beim letzten Mal auch gesehen, Stefan, ne, das erste Spiel. Ungefähr so nach 10 Spielen. Ja. Genau. Und dann gibt es eine ganz spezielle Situation, jetzt zum Beispiel. Ja, Sonja, du hättest jetzt 49 Punkte und wir wären vor Spiel 14. Das wäre jetzt ein sogenanntes Matchballspiel. Denn wie viele Punkte hättest du, wenn du Spiel 14 gewonnen würdest? Oder gewinnen würdest? 63. Vielmehr. Das ist sehr gut gerechnet an dieser Stelle und das würde bedeuten, du hättest den Abend gewonnen. Ja? Mhm. So würde es aussehen. Also, das ihr habt alles verstanden. Hypothetisch. Ja, selbstverständlich. Sicher, ja, kämmelt euch noch ein bisschen. Ich werde in der Zeit einen sehr wichtigen Mann vorstellen, der sich melden wird, wenn hier irgendwas unklar ist. Ich hoffe natürlich nicht, aber zur Sicherheit haben wir ihn. Das ist nämlich unser Notar Markus Buschbaum. Schönen guten Abend, Herr Buschbaum. Guten Abend, Herr Ockenhövel. Herr Buschbaum. Bei Ihnen ist alles soweit im Lack?
hier ist alles in Ordnung. Wir haben heute bekanntlich ja den Welttag des Mannes. Ja. Heute eine Kandidatin, aber ich werde natürlich trotzdem unparteilich die Einhaltung der Regeln überwachen. Ja, so steht es auch in Ihrem Vertrag. Also, wenn es so ist und Sie melden sich irgendwie über Wahlwiederholung und dann klingelt es hier im Studio. Alles klar? Ja. Danke, Herr Buschbaum. Und jetzt kommen wir zu einem Mann, der lustigerweise fast genauso heißt, aber er hat eine ganz andere Funktion. Wann immer es sportlich wird, dann kommt er ins Spiel. Das ist unser Kommentator Frank Buschmann. Schönen guten Abend, Buschi. Ja, einen wunderschönen guten Abend auch hier vom Kommentatorenplatz im Studio in Köln-Mülheim. Und es ist wirklich schon bei der Anreise hier aufs Gelände zu spüren gewesen, diese Spannung, die über Köln-Mülheim liegt. Und Stefan Raab ist ungemein fokussiert. Das lässt er natürlich nicht auf sich sitzen. Zuletzt zweimal hintereinander verloren. Und er ist ein Mann des Kopfes. Er weiß genau, heute geht es darum. Er muss zeigen, dass er der Comebacker des Jahres sein kann. Und wir werden mal gucken, wie lange so ein Sonnengruß von Sonja anhält heute. Ob das bis tief in die Nacht reicht. Matthias. Ja, das muss auch, denn wir wissen ja, wir haben heute einiges vor. Das kann schon wieder schöne 2, 3 Uhr werden. Und jetzt gehe ich mal rüber zur Fanbox von Sonja. Ach, das ist der Mann, der bisher immer putzen musste, oder? Hallo. Ja. Der Trainer von Sonja, der Putzmann. Wer hat denn bisher immer sauber gemacht, jetzt mal ehrlich? Ja, kommt rein bei uns. Fair. Ja, echt? Da müssen wir fair bleiben, ja. Okay, aber ja. 50% auch Sie, ne? 50% schon, ja. Ja, das tut weh, gerade wenn man immer die Gummihandschuhe anziehen muss. Hallo, Sie sind? Ja, ich bin die Schwester. Das sieht Christina. Man jetzt, ja, das ja. Sehe ich. Und gutes Gefühl? Ich habe ein Spitzengefühl. Ist ja Wahnsinn, ne? Jetzt ein Geschlechterkampf wieder mal nach so langer Zeit. Ja, das war ja endlich mal wieder an der Zeit, dass absolut. Eine Frau drankommt. Absolut. Und Sie gehören auch dazu? Genau, ich bin der Schwager, ich bin der Mann von Christina und ich glaube, für Stefan wird es heute richtig schwer. Was kriegen Sie, wenn Sie 500.000 mit nach Hause holen? Ja, wir hatten, glaube ich, 250.000 ausgemacht. Ja, so ist Geschwisterliebe natürlich definiert in Detmold. Vielen Dank. Also, toi, toi, toi. Da werden die Daumen gedrückt. So. Genug Palavert, jetzt geht's in die Vollen, meine Lieben. Hier ist Spiel 1. Schreien. Ja. Kommt mit nach vorne. Ja. Es hört sich ganz leicht an, ist es auch. Ihr habt 10 Sekunden Zeit, in dieses Mikrofon zu schreien, zu brüllen. Ja? Ja. Und wir messen hier die Dezibelzahl. Und wer innerhalb dieser 10 Sekunden lauter war, der hat dieses erste Spiel gewonnen. Ach. So einfach ist das. Wie, ja? Ich kann, ja. Der laut... Der, ja. Hier. Das ist jetzt das Geräusch, was ich gerade mache. Ne? So, und das misst dann automatisch immer das Lauteste. Wo muss man da reinbrüllen? Kann man so nah dran, wie man will? Könnt ihr theoretisch machen. Das ist jetzt eigentlich richtig eingestellt von der Höhe. Ihr könnt aber ganz nah dran gehen. Und ihr könnt auch innerhalb dieser 10 Sekunden nochmal ansetzen. Ja, wenn der erste Schrei euch der erste Schrei... Ach so, ich kann so nah dran, wie ich will. Kannst du das nicht machen? Einen Unterschied? Nein, kannst du machen. Bist du sicher? Ja, bin ich mir sehr sicher. Das ist ein sehr, sehr teures Mikrofon. Ja. Ja. Du fängst auf jeden Fall an. Ich fange mal wieder an. Natürlich. Das war ja klar. Selbstverständlich. Du fängst an, ist alles richtig eingestellt. Jawohl. Also 10 Sekunden. Moment. Ja. Das ist sehr freundlich, dass du den Auswurf vorher löscht. So, also 10 Sekunden Zeit. Kann ich auch festhalten? Ja. Ja. Bitte okay. Nicht an mir, sondern an dem Mikrofon. 10 Sekunden Zeit. Denk an die letzte Politesse von mir aus. Bist du sicher, dass es an ist? Nicht, dass ich geschrien habe und dann hat es nicht gemessen? Nein, es ist alles in Ordnung. Weil wenn ich jetzt schreie, kann ich nicht mehr. Ja, danach. Es ist alles in Ordnung. Ja, das Spiel läuft ab jetzt. So, wir sehen 129,8 Dezibel. Das schafft HP Baxter, wenn er flüstert, aber nicht schlecht. Ja, das war doch schon ganz ordentlich. Möchtest du auch nochmal ein wenig dich befreien von Belag? Klar, gut. Alles raus. Ich drücke jetzt zweimal auf Max. So. Sonja. Nee, nichts drücken hier, das ist ganz wichtig. Jetzt geht's schon nichts los. Drücken, nichts drücken. Und weißt du, mit so Polizei-Undercover-Tricks wären hier jetzt schon die... Du haust mal ab alles. Da, ja? Lass und mal Sonja ein bisschen Platz. Nicht reinpusten. Bin ich hier bei... 129,8 gilt es zu schlagen. Sonja, deine Zeit läuft ab jetzt.
37,1. Das ist 130 Dezibel, Ladies and Gentlemen, das ist so laut wie ein Düsenjet. Ja? Wahnsinn. Ist das auch so euer Ton zu Hause? Soll die Supernanny mal kommen oder kommt so? Kommt drauf an. Das ist, ist das jetzt knapp oder ist das jetzt bei Dezibel jetzt hinten raus? Ja, es war knapp, aber es war fair. Das ist der erste Punkt für Sonja, meine Damen und Herren. Ja, ihr habt euch ein Gläschen Wasser verdient. So, wir machen mal kurz Pause hier am Pult und schauen uns an, wie es weitergeht. Spiel 2. Wer ist das? Wer ist das? Ist Spiel Nummer 2. Das haben wir schon mal gespielt bei Schlag den Raab. Ich zeige euch ein Foto und ihr sagt mir, wer das ist. Ich brauche von euch Vor- und Zunahme. Ja, ihr drückt den Buzzer, habt 5 Sekunden Zeit zu überlegen und eine Antwort zu geben. Bei richtiger Antwort bekommt ihr einen Punkt. Bitte? Nachdem man gedrückt hat. Ja, genau. Bei richtiger Antwort gibt es einen Punkt. Bei falscher Antwort bekommt der Gegner einen Punkt und das Bild ist aus dem Spiel. Ja, also man kann keinen Abstauberpunkt machen. Bei diesem Spiel. Wer zuerst 7 Punkte hat, der hat dieses Spiel gewonnen. Wir machen mal ein Beispiel. Ja? So, wer ist denn das? Hans-Joachim Luger, Lindenstraße. Joachim Luger, Lindenstraße, ja, das könnte ich gelten lassen an dieser Stelle, aber es war ja nur ein Beispiel. Insofern, lass den Buzzer leben, ja? Sonja? War jetzt Hans-Joachim richtig, wenn der nur Joachim heißt? Hans-Joachim, ich bin mir sicher. Ich werde mir an dieser Stelle da keine Antwort überlegen, denn es war ja nur ein Beispiel. Wenn ich falsch sage, bekommt Stefan den Punkt. Ist so wollen es die Regeln. Ja? Also überlegt es euch gut, bevor ihr drückt. Geht schon los? Wenn ich sage, jetzt geht's los. Wer ist das? Walter Sittler. Das ist richtig. Walter Sittler, Schauspieler, Chefarzt bei Nicola. Das ist Sonjas erster Punkt. Und weiter geht's. Wer ist das? Das ist Sonja. War schneller, schnell. Sylvia Knight. Das stimmt auch. Seit 2005 Trainerin der Damenfußballnationalmannschaft und 2011 macht sie uns wieder zur Weltmeisterin, da bin ich mir sehr sicher. Also 2:0 für Sonja. Weiter geht's. Wer ist das? Bitte Ruhe im Publikum. Ja, also ich finde das Foto ist ein bisschen schlecht. Ja. Aber könnte das Karl Carstens sein, ehemaliger Bundespräsident? In ganz jungen Jahren, aber... Du hast recht, Stefan. Ja! Von 79 bis 84 Bundespräsident. Der hat immer seine Wanderschuhe an, ja, Karl Carstens. So, nur noch 2:1 für Sonja und den nächsten aber. Wer ist das? Schneewittchen. Wollt ihr nicht? Nichts vorsagen, bitte. Ihr wollt nicht? Nee. Dann lösen wir mal auf. Was ist das? Das ist Norah Jones. Ach was. Ja, natürlich. Ja, aber auf dem Bild hätte ich die nie erkannt. So, oh, so. US-Musikerin. Kann ich viel besser gucken. Ja, aufstehen von mir aus. Ja, aber es ist echt, ein echt schwieriges Bild. Kenne ich normalerweise. Es aber. Geht weiter. Stefan? Günther Oettinger, hier Ministerpräsident. Ministerpräsident. Ja, die Funktion brauche ich gar nicht. Günther Oettinger ist richtig. Ja. Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Von der CDU. So. Beide schön in Colt-Stellung, ja, sehr gut. 2:2 steht es und weiter geht's.
Wer ist das? Stefan? Regisseur. War's? Das ist der Punkt für Mann, Sonja. Regisseur der Paris, Texas. Wie heißt der denn? Ist er jedenfalls. Ist ja egal, habe ich nicht den Punkt. Nee, ist richtig. Den Punkt hat Sonja. Es wäre gewesen? Ich weiß es nicht. Wim Wenders. Ah, ja, ja. Paris, natürlich, okay. Paris, Texas. Der Himmel über Berlin, deutscher Filmemacher Wim Wenders. Ja, das war ein Geschenk von Stefan. 3-2 für Sonja. Ja, Mann. Und es geht weiter. Gesine Schwan. Ja, das ist korrekt. Gesine Schwan. Bundespräsidentschaftskandidatin 2004 und danach war sie nie wieder gesehen. So, 4-2 für Sonja. Noch 3 Punkte, dann hast du auch dieses Spiel gewonnen. Wer ist das? Leise, das schaffen die beiden ganz alleine. Der heißt. Und jetzt sagt nicht, das Bild ist alt oder was auch immer. Ja. Ich komme nicht drauf. Ich auch nicht. Tja, dann löse ich auf, oder? Ja. Es wäre sehr ärgerlich für euch. Jean Reno. Leon der Profi, Da Vinci Code und so weiter und so fort. Also keine Punkte. Gut, machen wir weiter. Wer ist das? Was habt ihr denn für Foto? Das sieht aus wie ein Phantom. Ruhig, Sonja. Du bist im Fernsehen, reiß dich zusammen. Ich hab den, glaube ich, mal gesehen. Ich lüg doch nicht. Doch. Ich weiß auch ungefähr, wo er anzusiedeln ist, aber ich gebe jetzt keine Tipps. Also wenn ihr nicht wollt, dann löse ich auf. Nee. Ihr wollt nicht? Das ist ein Fußballnationalspieler. Ja. Das ist Roberto Hilbert. Ja. Oh. Von also Fußball VfB Stuttgart. Ja? Ja. In seinem Ausgehemd auf jeden Fall. Ja, aber die Fotos sind ja... 4-2 nach wie vor für Sonja. Leichte Durststrecke, vielleicht dieser Prominente. Stefan? Ellie McBeal. Ja, wie heißt sie denn? Ja, Ellie McBeal ist falsch. Das ist ein Punkt für Sonja. Ja. Diesen Doppelnamen kannte ich nicht, Callista Flockhart Fuck, aber sie ist zumindest verheiratet mit Indiana Jones. Callista Flockhart, Ellie McBeal. So, Mann. 2 geschenkte Punkte von Stefan, 5-2 für Sonja. Waren das wirklich 5 Sekunden? Ja, es waren sogar 6, ja. Ehrlich gesagt. So. Weiter. Wer ist das? Stefan. Esser, Klaus Esser. Esser. Nein. 6-2. Nee. Du warst. Du warst. Ich weiß, ja. Heute Journal, ne? Ich weiß, Bresser. Nee, auch nicht. Nee. Wie heißt er denn? Aber Klaus war schon gar nicht schlecht. Wie heißt er denn? Klaus? Klaus-Peter Siegloch. Siegloch, ja. Aber Klaus immerhin, meine Damen und Herren. Moderator des Heute Journals. Das ist das TAF vom ZDF. Ich bin aber heute auch in Geberlaune. Ja, das stimmt. Sonja, noch ein Punkt. Egal, ob du ihn selber machst oder ob es nach wie vor ein Geschenk wird von Stefan, dann hast du dieses Spiel gewonnen. 6-2. Hier ist das nächste Bild. Die Freundin von Tom Twig war. Nein, die Zeit ist um. Ja. Das ist Stefans Lola dritter Rent. Punkt. Franka ja, Lola Potente, Rent ist ja. Richtig. Ja. Franka Potente wäre es gewesen. Ja. Immer noch. Man sollte erst drücken, wenn man den Namen weiß. Oder? Sonja. Ich dachte jetzt. Ist Stefan auch inzwischen drauf gekommen? Ist richtig. Ja. 6-3 für Sonja nach wie vor. Mehrere Matchbälle. Hätte ich mir einen. Stimme ich 3. Wer ist das? Roger Federer. Ja, genau. Stefan hat gedrückt, Stefan hatte den Zuschlag und Roger Federer ist die richtige Antwort. Weltranglistenerster im Tennis schon seit gefühlten 10 Jahren. Sonja, nicht sofort sagen, sondern ich gebe erst frei. Ne? Ich sehe ja, wer als erstes gedrückt hat. 6-4
für Sonja. Stefan kommt ran, hier ist das nächste Bild. Wer ist das? Wenn ihr nicht wollt. Okay. Seit diesem Jahr Premierminister von Großbritannien, Gordon Brown wäre es gewesen. Dann machen wir weiter mit diesem Passbild. Steve Jobs, Apple Gründer. Steve Jobs müsste das sein. Ist richtig. Steve Jobs, der Gründer und Geschäftsführer von Apple. Oh, es wird nochmal spannend. Nur noch 6-5 für Sonja. Bei 7 Punkten ist Feierabend. Hier ist das nächste Bild. Wer ist das? Der nicht. Traut ihr euch oder nicht? Nee. Ein Schauspieler. Ja, ein deutscher Schauspieler. Aber okay. Ihr wollt nicht Speer und Er, das Leben der anderen, Sebastian Koch. Ja. Okay. 6-5 nach wie vor für Sonja. Und wer ist das denn? Stefan? Das ist Daniel Cohn-Bendit. Das ist korrekt. Ja. Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied im Europäischen Parlament, Daniel Cohn-Bendit. Meine Damen und Herren, Stefan hat sich sehr nach vorne gearbeitet. 6-6, das heißt, der nächste Punkt entscheidet so oder so, egal für wen. Wer ist das? Ihr wollt nicht? Sonja auch nicht? Ich will es nicht. Okay, dann lösen wir auf. Ich glaube, es ist Schauspielerin. Kate Blanchett. Nein, Naomi Watts. King Kong. Kommt aus Australien, die schöne Frau. So, nach wie vor. 6-6. Nächstes Bild. Sonja. Fabian Hambüchen. Warte mal. Ab. Fabian Hambüchen ist richtig. Deutscher Turner, jawohl. Wow, sehr, sehr spannend, dieses zweite Spiel, aber auch das geht an Sonja und so steht's. Spiel Nummer 2 für Sonja, 3-0 gegen Stefan. Und wir schauen uns mal an, was wir jetzt für euch haben. Autoball, ja, es hört sich lustig an und es wird verdammt lustig. Wir schalten mal raus, was wir gleich mit euch vorhaben. Schaut mal, es wird ein Fest. Ja, wir haben 2 Autos, wir haben 2 Tore und wir werden auch einen lustigen Ball haben. Und dann setzt ihr euch da rein und versucht, Tore zu schießen mit eurem Auto. Ist das nichts? Ja, und zwar unter dem Motto, Autobahn geht gar nicht. Deshalb machen wir das Ganze auf einem Schotterplatz draußen vorm Studio. Also, das wird da bestimmt so sehr lustig werden. Ja. Das aber nach einer ganz kurzen Pause. Gleich sind wir wieder da bei Schlag den Raab Autoball.
Zurück bei Schlag den Raab. Sonja gegen Stefan, Spiel Nummer 3, Autoball. Neben mir ist Jürgen Aust, Ex-FIFA-Schiedsrichter. Und wir haben heute was ganz Besonderes vor, denn ein Fußballspiel sieht ein bisschen anders aus normalerweise. Ihr werdet euch in diese Autos begeben. Ja? Die Autos sind identisch, sie sind nagelneu. Ja, also da gibt es zum Beispiel keinen Unterschied. Sonja hat gerade gefragt, ist es ein Schaltwagen? Ja. Wieso? Kannst du nur Automatik oder was? Ja. Nein, natürlich nicht, ja, aber nur Interesse halber. So, alles da. Also es ist auf jeden Fall ein Schaltauto. Ihr müsst mithilfe dieser Autos den Ball in die Tore befördern. Und es gibt natürlich einige Regeln. Nämlich, die Autos dürfen sich nicht berühren. Stefan, gut. Es ist kein Stocker. Verstanden? Ja? Das was heißt das? Das heißt, die Autos dürfen nicht ineinander fahren. Da gibt es nämlich ein Foul. Und auch wie nicht. Wird das geahndet? Richtig. Ich unterbreche das Spiel wie indirekter Freistoß. Wenn ich eine grobe Unsportlichkeit erkenne, gibt es die Verwarnung. Und sollte also wirklich was Bösartiges sein, also bewusst in das Fahrzeug reinfahren, gibt es sogar Rot und dann ist das Spiel zu Ende und verloren. Erklär nochmal kurz, wie wird der Freistoß ausgeführt? Also der Freistoß wird so ausgeführt, ich unterbreche, der Fahrer, der nicht den Freistoß bekommt, 2 Wagenlängen zurücksetzen und der andere kann dann auf Kommando Anlauf nehmen und weiterspielen. Türen dürfen auch nicht aufgemacht werden und damit den Ball gespielt. Das ist Hand. Ja, da gibt es dann auch einen Freistoß. Wir spielen. Aber wenn man sich jetzt so aus purem Zufall berührt, dann... Das ist dann Kampf um den Ball. Sache oder genau. Was? Und dafür haben wir den Schiri und der sagt dann, okay, das war jetzt keine Absicht. Ja? Also Stoßstange als Stoßstange mal, das übersehen wir, das können wir passieren. Ja. Und du hast ja immer noch dann, hast die Tröte übrigens da? Die steht da, ja. Also. Ja, also es wird gleich schön gedrückt. Wir spielen insgesamt 7 Minuten. Mhm. Ja? Wer mehr Tore erzielt, der hat dieses Spiel gewonnen. Wenn es unentschieden steht, einfach klassisch Golden Goal. Mhm. Ja? Habt ihr soweit alles verstanden? Ja. Sonja? Rot, rotes Auto, alles Stefan, klar. Blaues Auto. Ihr könnt jetzt schon mal rübergehen. Okay, bitte. Ihr werdet dann übers Ohr den Jürgen Aust hören, der wird dann mit euch kommunizieren. Ihr könnt den Motor schon mal anlassen und dann geht es los. Wenn ein Tor geschossen wurde, dann zurück in die eigene Hälfte, aber das wirst du ja auch sagen. Ja? Ein schönes Spiel. Bitte? In der Landjugend spielt man das mit Trecker und Hundewelpen und heute schön mit nagelneuen Autos und Schwangerschaftsbällen. Ach so, ach so. Kompetent kommentiert natürlich von Frank Buschmann, der sich mit schönen Fußballspielen auskennt. Ja, wichtig ist mal, dass jetzt hier beide Autos schon mal laufen. Das ist das erste Hindernis im Moment noch für Sonja. Sie läuft 100 Kilometer pro Woche. Hat sie noch Zeit zum Autofahren? Das ist die Frage. Ich muss ein Stück nach vor, wäre gut. Ja. Ja, so ist... ja, so ist okay. Ja. Beurteilen Sie das selbst, ob das Hoffnung macht für die Anhänger von Sonja? Große, große Probleme schon bei der Sitzeinstellung. Sonja, kannst du mich hören? Ja. Alles klar, Stefan? Ja. Hup mal kurz, Stefan, damit ich weiß, dass du mich hörst. Alles klar. Ja, Moment mal gerade, ich muss so, gerade Motor gucken. So, Motor unten an. Ich muss mal gerade gucken. Seid ihr fertig? Moment, Moment. Geht's los? Ja. So, das war schon das Startsignal durch Schiedsrichter Aust und Stefan Raab sofort im Vorwärtsgang. Und das ist schon die Wirklichkeit, da ist Platz zum Tor und er macht sofort nach gerade mal 10 Sekunden die Führung. Ja, da ist ein alter Hase mit dem Auto. Auch wenn das hier ganz andere Regeln als beim Stocker sind, aber er weiß mit Schaltung, Kupplung, Lenkrad umzugehen. Also Blitzstart für Stefan Raab. Er muss sich jetzt erst einmal zurückziehen. Genauso muss jetzt auch Sonja wieder zurück auf die eigene Torlinie, um dann den reinrollenden Ball ins Spiel zu bringen. Also Rückwärtsgang rein und zurück auf die eigene Torlinie. Tja, sie hat die Chance, heute hier mit einem riesen Vorurteil aufzuräumen. Frauen können nicht Auto fahren. Aber sie tut sich schwer hier im Ballvortrag. Ja, frontal direkt drauf, Stefan. Das sieht natürlich deutlich leichter aus, als es ist, so einen Ball jetzt zu spielen zum Beispiel. Da müsste man vielleicht über die Bande, also über diese Betonpfeiler da der Seitenmarkierung gehen. Das Ganze natürlich so, damit der Ball nicht ins Aus fliegt. Ja, und jetzt haben wir eine relativ verfahrene, im wahrsten Sinne des Wortes, Situation hier. Okay, also vielleicht jetzt mit Effet anfahren, da macht Stefan das schon richtig. Genau so bringt er den Ball in die Vorwärtsbewegung. Ja, Probleme beim Gang finden offensichtlich bei Sonja.
Ja, und Stefan gleich wieder mit Krawumms und jetzt rückwärts. Das wäre ein Ding. Quasi ein Tor mit der Hacke, aber so einfach ist das nicht. Oh, dann nimmt er schon die Mauer fast mit. Bewegt sich aber wieder in Richtung Tor von Sonja. Ja, was machen wir damit jetzt? Stefan hält sich da gepflegt zurück, geht in die Position. Muss jetzt aufpassen, dass er nicht in Sonja reinfährt. Und wird wieder über die Bande gehen. Ja, jetzt quetscht er den Ball ein. So, der Ball ist frei. Ja, da kommt Schiedsrichter aus mit der Ansage, Ball ist frei. Ja, und Stefan mit allem, was er hat. Und der Ball ist im Tor. Und jetzt bin ich gespannt, was der Schiedsrichter entscheidet. 2:0. Er gibt den Treffer. Er gibt den Treffer zum 2:0. Also da war der Wille, der Weg zum Erfolg bei Stefan Raab ganz deutlich zu erkennen. Mit allem, was er hatte, Vollgas rein, verschiebt das Tor sogar noch leicht. Aber regelkonform und der Treffer zählt. Knapp 2,5 Minuten gespielt, 2:0 Stefan. Und da hat er die nächste Möglichkeit und es müsste eigentlich das 3:0 sein. Das ist es. 3:0. Der Stock-Car-Profi hat das Ding hier momentan komplett im Griff. Ja, jetzt wird er fast Stefan, übermütig, wie er da zurückfährt. Ich bin angeschnallt. Stefan? Ich bin angeschnallt. Anschnallen, bitte. Ich bin angeschnallt. Ja, Sie hören da die Konversation zwischen Schiedsrichter Aust und Stefan Raab, aber wir konnten es gerade im Bild nochmal schön sehen. Er ist angeschnallt, Stefan Raab. Und jetzt schon wieder mit der Möglichkeit. Ja, der hat jetzt Morgenluft geschnuppert hier. Jetzt wieder mit Effet anfahren. Ja, das macht er gut. Das macht er richtig gut. Von Sonja hier überhaupt nichts zu sehen. Oh, das ist das 4:0 für Stefan Raab. Der hat hier alles unter Kontrolle. Ich erspare mir jetzt wirklich jeglichen Kommentar. Wer kann besser Auto fahren, Männer oder Frauen? Autoball spielen kann hier bislang Stefan Raab deutlich besser. Oh, gelupft! Ein Lupfer von Stefan Raab! Wunderschön gemacht! Jetzt geht er aus und fahr nicht gegen die Mauer! Aber er macht das Ding! Meine Güte, ist der entschlossen! 5:0 Raab! Also in Indien spielt man das ja mit Elefanten. Aber kein Elefant kann so beweglich sein wie Raab mit seinem Auto. Das ist unglaublich. 5:0. Fast hilflos das Auftreten hier von Sonja. Wieder der Lupfer von Raab und wieder rollt der Ball ins Tor. Das gibt's ja gar nicht. 6:0. Also ich vermute, die Messe ist gelesen hier beim Autoball. Das ist ja unglaublich. Und er hat Spaß. Aber was ist mit Sonja? Ja. Macht Spaß. Vielleicht keine Putzfrau, wenn sie gewinnen sollte, sondern ein Fahrlehrer. Ja, der Ball bleibt nicht im Spielfeld, ja, geht Zeit raus. Warten wir an, bis der Ball wieder im Spiel ist. Sie haben die Ansage von Schiedsrichter Aust vielleicht gehört. Zeit sollte jetzt eigentlich gestoppt werden, aber es geht so schnell weiter. Uhr läuft. Ja, diese Situation, das wird hier deutlich eine völlig neue für Sonja. Und Stefan Raab, das ist wirklich unglaublich, wie der Druck ausübt. Er spielt, oder soll ich sagen, fährt sie fast schwindelig. Und jetzt hat er wieder freie Bahn und Achtung, bremst rechtzeitig ab. Gute Abwehraktion jetzt von Sonja. Knappe 2 Minuten noch. Ganz klare Angelegenheit für Stefan Raab. Ja, das ist für ihn fast ein bisschen Training im Geschicklichkeitsfahren in Richtung der nächsten Stockcar-Challenge. Mehr mit Gefühl hier, nicht Krawumms in den Gegner rein wie beim Stockcar. Aber das ist sein Terrain, das wird hier ganz, ganz deutlich. Freistoß für Sonja. Was? Stefan hat den Ball eingeklemmt. Stefan zurück und spielen. Sekunden noch, eine glasklare Angelegenheit. 6:0 für Stefan. Kommt noch mal ein Versuch von Sonja. Ja, Stefan wartet da, lauert förmlich und jetzt hat er wieder die Möglichkeit. Benutzt er sogar Sonjas Auto noch als Bande. Also das hat er schon gut raus, überhaupt keine Frage. Sonja noch einmal mit der Defensive. 45 Sekunden noch. Stefan Raab kommt zurück in dieser Schlag den Raab-Folge. Und zwar eindrucksvoll hier beim Autobahn.
Ja, wieder der Lupfer. Ja, voller Entschlossenheit. Der Ball war nicht drin, Unterkante Latte, da wäre die Torkamera vielleicht gut gewesen. Aber angesichts der deutlichen Führung für Stefan fällt das nicht mehr ins Gewicht. Das erste kleine Comeback des Stefan Raab hat beim Autoball stattgefunden. Sein erster Spielgewinn an diesem Samstagabend, 6:0. Aber die sind gut versichert. Ja. Das war jetzt aber wirklich unnötig hier. Ja, das war unnötig. Auto aber noch zum Schluss zerstört. Das könnte tatsächlich noch rot geben, aber nicht schlecht. Werden wir nochmal ein Auge zudrücken. Also kommt mit. Aber das ist ja der Hammer. Ja, da kommt das kleine Kind wieder raus, oder? Da hat aber einer Spaß gehabt. Kannst du mal aufmachen? Ja, mach ich sofort. Mein danke, Jürgen. Auto. Ja. So, müssen wir den Herrn noch ausziehen hier? Hammer, da müssen wir aber... Komm, wir können noch ein paar Slow-Mos gucken hier. Stefan, du bist ja der Ronaldinho des Autoballs. Ja, Wahnsinn, das ist ja unfassbar. Oder? Du kannst ja links wie rechts über... Oh, das ist ja der Hammer. Ich muss ja gerade rauskommen. Der war allerdings nicht drin, also auch im Autoball muss natürlich der Ball im vollen Umfang die Torlinie aber das überschreiten. Ist hat dir ein bisschen sagen, Spaß gemacht, glaube ich. Das ist geil, oder? Ja. Also wenn man Tore schießt... Sonja sieht das ein bisschen anders. Hör mal. Da würde ich mich nicht wundern, wenn wir mal den großen Samstagabend nur Autoball spielen. Wenn natürlich, ich das mal sagen darf. Ja, und auch Al Gore würde sich da über sehr freuen, meine Damen und Herren. Aber da bin ich jetzt mal ganz froh, dass ich das hier am Männertag nicht gegen eine Frau verloren habe. Ja, es wären auch die ein oder anderen Sprüche auf der Pfanne gewesen. So, kommt bitte rüber, wir haben sofort wieder was vor. Lasst die Helme einfach liegen. Punktevergabe natürlich nach diesem dritten Spiel ganz, ganz eindeutig für Stefan Raab. Ein sattes 6:0, das heißt, es steht wieder ausgeglichen 3:3. So, Sonja, jetzt erzähl mal, wo waren die leichten Probleme? Doch in der Ballbehandlung oder Gänge rein und raus? Ich war so tierisch eingeklemmt in diesem Gurt und konnte mich schlecht bewegen. Kannst deswegen. Du jetzt mit rausnehmen? Ach komm, sie hat einfach den Rückwärtsgang nicht reingekriegt, weißt du? Und das muss ja das ausreden. Natürlich, jetzt kommen sie, die ganzen Dinger. Ja, aber wirklich sehr stark. Das Lupfen hast du ziemlich gut drauf gehabt. Als sie losgefahren ist, bin ich einmal gegengefahren. Und beim ersten Mal habe ich gemerkt, das geht drüber. Und beim zweiten Mal habe ich das dann einfach wiederholt. Also 6:0 ist wirklich sehr klar. Wie ist das bei dir? Hast du nicht irgendwie so Verfolgungsfahrten bei der Polizei schon mal machen müssen? Oder? Doch, aber da achten wir immer drauf, dass das andere Auto heile bleibt. Ja, und deswegen habe ich mich ein bisschen gescheut. Ich habe hier eine leichte Beule verpasst, aber da konnte ich nicht sehen, weil der Ball dazwischen war. Ja, ich habe es gespürt. Ja. Aber du bist nicht verletzt. Nein, natürlich nicht. Also ja, stimmt, das Auto hatte eine leichte Schienbeintrennung. Eine Latte geschossen, hast du das gesehen? Natürlich. Ja. Mein lieber Wir haben Mann. Das alles auch für dich aufgenommen, dass du das heute Nacht nochmal in der Wiederholung das sehen kannst. Spaß. Ich gründe eine Liga. Nur, dass keiner auf die Idee kommt. Ich gründe eine Liga, das ist hiermit beschlossen. Autoball-Liga. Ja. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel, das Stefan doch sehr deutlich für sich entschieden hat. 3:3 und wir sind so langsam wieder, ihr hört den aufbrandenden Applaus, die Leute waren begeistert von euch. Zieht euch ein bisschen obenrum aus, es wird wieder warm. So, da sind die Autoballer. Kommt zum Pult. So, ja, mache ich auch. Hast du richtig auf alles? Also mir hat das total Spaß gemacht. Hat das auch Spaß zu gucken, oder? Ja. Ja? Ich fand's super. So. Vor allen Dingen mit Neuwagen, das gefällt mir. Sie sind auch noch fast unzerstört. Also, wir gucken auf das nächste Spiel. Das ist Spiel 4. Reaktion, kommt mit. Hier haben wir eine schöne Wand.
vom Großen Preis ausgeliehen, eine schöne Leuchtwand aufgebaut mit 64 Feldern insgesamt. Macht ein klein bisschen Platz für die Kameras. 64 Felder sind das insgesamt und die werden gleich aufleuchten und ihr müsst sie so schnell wie möglich ausdrücken. Ja? Durch das Berühren der Felder werden die Lichter dann ausgedrückt. Ein ausgedrücktes Feld aktiviert automatisch ein neues. Ja? Am Schluss leuchtet die ganze Wand. Es läuft also ein Programm ab, übrigens ein identisches Programm. Ja? Stefan beginnt, Sonja bekommt als erstes gleich erst, die Brille aufgesetzt und ihr bekommt das identische Programm. Ganz am Ende des Programms leuchten alle 64 Felder auf und die müsst ihr alle löschen, durchdrücken und dann wird die Zeit gestoppt. Und wer dieses Programm schneller gelöst hat, der hat das Spiel gewonnen. Wir machen mal eine Probe, damit ihr mal ungefähr euch so ein bisschen haptisch damit vereinnahmen könnt. So, einmal drauf, so, okay. so, ja. So geht's. Okay. Ne? Machen wir weiter bis zum Ende, das ist, damit dann Sonja auch mal kann. So, Sonja, okay. Du darfst auch mal. Alles verstanden soweit? Habt ihr Fragen? Nee. Bisschen Glühwürmchen-Bingo, leuchten, hauen, zack. Ja? Alles soweit verstanden. Habt ihr schon mal gut gemacht? Ja, Stefan beginnt, Sonja. Einmal hinsetzen und einmal aufsetzen. Wie ich das mache, ist völlig egal. Es ist völlig egal. Hauptsache, die Felder gehen aus. Genau. Wichtig ist gleich zu Beginn. Ja? Es wird gleich zu Beginn das erste Lämpchen leuchten. Da machst du noch nichts. Dann gebe ich nämlich... Ich kann theoretisch auch mit den Füßen. Ja, wenn du dir das körperlich zutraust. Vielleicht wird es ja noch attraktiver zum Zuschauen als Autoball. Also, gleich leuchtet das erste Lämpchen. Da machst du noch nichts, wartest auf mein Kommando. Denn die Zeit wird erst dann gestartet, wenn du das erste Lämpchen gelöscht hast. Okay. Alles klar? Sonja, das hast du auch verstanden, aber erkläre ich dir gleich nochmal. Ja. Deine Brille, ich muss schauen, ist alles zu. Gut. So, bist du bereit? Ja. So, dann wollen wir mal das erste Lämpchen nicht, reinschießen. Sagen, okay. Nein, ganz ruhig. Okay. Ich gebe dir das Startsignal und wann du dann loshauen willst, bleibt dir überlassen. Auf jeden Fall Spiel 4 Reaktion kann gestartet werden. Das ist natürlich eine ungemeine Konzentrationssache, Reaktionsvermögen, wie schnell werden die Informationen vom Hirn in die Arme und vielleicht ja später auch noch in die Füße geleitet, wenn das wirklich versuchen sollte, Stefan Raab. Und ich darf Ihnen sagen, so ab 30 Sekunden wird das auch eine körperliche Anforderung. Wer schon mal am Sandsatz geboxt hat, der weiß vielleicht, diese schnellen Bewegungen nach vorne, das kostet ungemein Kraft, aber das sieht gut aus bisher bei Stefan. Oh, da hat er Zeit verloren. Das Reaktionsvermögen gut ausgeprägt bei Stefan Raab. Der hat sich was vorgenommen heute. Oh, da fliegen die Arme. Ja, das wäre jetzt so ein Ding für den Fuß vielleicht gewesen. Aber er belässt es doch bei der Armtätigkeit. Und jetzt ist das körperlich schon richtig anspruchsvoll. Der wird gleich japsen, keine Frage. Ja, er pustet schon durch. Er pustet schon kräftig durch. Aber die Reaktion noch exzellent ausgeprägt. Ja, das war eine Serie. Und die tun weh, wo er sich jetzt strecken muss. Das tut weh in der Muskulatur. Ach, die Arme werden lahm. Und jetzt alle ausmachen. Das muss jetzt schnell gehen. Da ist er fix. Stefan Raab. Und da hat er es. 1,28,93 für Stefan Raab. So, die Zeit ist um. Komm her. Oh, er ist fertig. Bist du platt? Verletzt oder was? Naja, ist noch das. Was, verletzt? Das Handgelenk noch vom Stockerrennen. Das war gestaucht. Ich habe zu fest gehauen, aber ist egal. Keine Entschuldigung. Okay. Bei der Reaktionswand verletzt, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Auf jeden Fall eine gute Zeit. 28,94. So, Sonja, Brille bitte abnehmen. So, einfach hier hinlegen. Auch für dich nochmal hier beim Chuck Norris Sensor. Das erste Lämpchen wird gleich gestartet. Mhm. Da musst du noch nicht zuschlagen, sondern dann, wann du möchtest. Mhm. Ja, und die Zeit läuft dann, wenn du das erste Lämpchen gelöscht hast. Also, dann wollen wir es mal aufleuchten lassen und du kannst anfangen ab jetzt.
Und jetzt bin ich mal gespannt, ob sie einen Vorteil dadurch hat, dass sie Kampfsport betreibt, denn da werden solche Geschichten natürlich abgefordert. Schnelles Reagieren und dann müssen die Arme fliegen. Ja, vielleicht zu viel Ausholbewegung teilweise. Schwierig zu beurteilen. Wir können auch nicht einschätzen, wie nah sie an der Zeit von Stefan Raab ist, da natürlich keiner hier das Programm auswendig lernen konnte. Da hat sie Zeit verloren. Oh, oben links, ja, mangelnde Körpergröße, da kleiner Nachteil. Jetzt kommt die Unterstützung vom Publikum. Aber rein vom Gefühl her muss sie Gas geben. Ja, da hat sie Reichweiten-Nachteile im Vergleich zu Stefan Raab. Ja, und davon verpasst sie es. Das wird schwierig für Sonja, keine Frage. Und auch da natürlich jetzt eine Kraftfrage. Auch da werden wir nachher deutlich sehen und vor allem hören, wie sie schnauft. Denn das geht ungemein auf die Muskulatur und auch auf die Pumpe. Ja, sie tendiert dazu, fast alles mit der rechten Hand zu machen. Oben links, ja, unglaublich. Ja, und sie schnauft schon kräftig und die Zeit läuft gnadenlos, gnadenlos. Und Stefan Raab gewinnt dieses Spiel. Hat leider nicht gereicht. Das war ein klarer Sieg auch für Stefan. Die ganze Wand kam noch gar nicht. Verschnauft ein bisschen. Wir gucken uns ganz schnell die Punktevergabe an. Stefan hat regelrechte Mopsgeschwindigkeit vorgelegt, meine Damen und Herren. So, das sind jetzt 7-3. Stefan hat das Ganze ein wenig gedreht. Also 7-3 Führung nach dem vierten Spiel für Stefan gegen Sonja. So, wir gehen mal ganz kurz rüber und haben hier einen schönen Zeitraffer. Ja, Stefan. Ach, guck mal. Sehr gut. Können wir euch mal eine Zeitlupe zeigen? Ja. Das ist schon Zeitlupe, du warst so schnell. Das Schwierige ist, ne, wenn man zu nah vorsteht, dann sieht man die Lampen gar nicht unten. Rechts links, da sucht man manchmal. Wenn man zu weit weg ist, hat man eine längere Reaktionszeit. Da kommt der Breakdancer nochmal. Ja. Und alle Sensorknöpfe waren aus. Also, das war ein klarer Sieg. Ihr könnt euch jetzt auch ein bisschen ausruhen. Gleich sind wir wieder da mit dem nächsten Spiel bei Schlag den Raab. Das ist Spiel 5. Bis gleich. Stehen vor Spiel Nummer 5 und das heißt so. Ah, stimmt! Wir spielen mal wieder Stimmt, Stefans Lieblingsspiel. Viermal verloren, allerdings beim letzten Mal, zum ersten Mal dieses Pultspiel gewonnen. Ja. Hier nochmal die Regeln für euch alle. Ihr werdet mit einer Behauptung konfrontiert, ihr entscheidet euch. Jeder für sich innerhalb von 5 Sekunden, ja, die Behauptung stimmt oder nein, die Behauptung ist falsch. Und ihr gebt bitte eure Antwort ein. Denkt dran, innerhalb dieser 5 Sekunden definitiv eine Antwort geben, denn keine Antwort ist eine falsche Antwort. Wer zuerst 4 falsche Antworten gegeben hat, verliert und der Gegner gewinnt dieses Spiel. Und bei Gleichstand spielen wir natürlich, wie immer, Sudden Death. Wir machen mal ein Beispiel. Mondamin ist der Name einer aztekischen Gottheit. Stimmt das? So, beide sagen nein und beide hätten damit schon fröhlich ihr erstes Kreuz gesammelt, denn es stimmt. Oh. Ja, Moment, nicht nur müsste man da sagen, weil Mondamin ist ja auch ein Name von etwas anderem. Ja, aber Mondamin ist auf jeden Fall eine aztekische Gottheit. Nicht der Gott der dicken Soßen, sondern der indianische Gott des Maiskorns, meine Damen und Herren. Es ist so. Mondamin ist auch nicht der Torhüter vom FC Köln. Nein, das ist auch, wenn er manchmal so hält. So, jetzt geht's los. Es steht noch 0-0. Ah, ihr steht wieder auf. Sehr gut. Okay, hier ist eure erste Behauptung. Die Band Tokyo Hotel hieß früher Peking Hotel. Stimmt das? Beide sagen nein, beide haben recht. Das stimmt natürlich nicht. Sie hießen natürlich früher Jugendherberge. So, weiter geht's. Hier ist die nächste Behauptung.
folgendermaßen lautet sie: Die Salmonellen sind ein Inselstaat im Pazifik. 5 Sekunden Bedenkzeit. Beide sagen wieder nein und beide haben wieder recht. Salmonellen sind Bakterien und die Inselgruppe heißt Salomonen. So, bisher noch kein Kreuz für euch. Nächste Behauptung. Der Parteivorsitzende der CSU heißt Günther Beckstein. Stimmt's? Ganz knapp war das, Sonja, in der Zeit. Beide sagen nein und wieder haben beide recht. Das stimmt auch nicht. Es ist Erwin Huber. Beckstein ist neuer Ministerpräsident von Bayern. Ja, läuft ja gut. Dann spielen wir das bis zum Frühstück. So, hier ist die nächste Behauptung. Allerheiligen fällt jedes Jahr auf den gleichen Wochentag. Stimmt's? Sagen wieder beide nein und es haben wieder beide recht. Es ist immer am 1. November und damit immer an einem anderen Tag. Nächste Behauptung für euch. Birgit Prinz wurde bei der diesjährigen WM Torschützenkönigin. Stimmt's? Zum ersten Mal unterschiedliche Antworten. Sonja sagt nein, Stefan sagt ja. Und das ist das erste Kreuz für Stefan. Es stimmt nicht. Sie schoss nur 5 Tore und die Brasilianerin Marta 7. Genau, Marta war das. Mit 5 Toren wurde Miro Klose letztes Jahr WM-Torschützenkönig. Bei den Männern reichen halt nur 5. So, erstes X für Stefan, weiter geht's. Im Jahr 2006 wird im Berliner Zoo der Eisbär Knut geboren. Stimmt's? Sonja sagt ja, Stefan sagt nein. Wann wurde der geboren, Stefan? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, es wäre jetzt im Frühjahr oder so gewesen. Ich meine, das wäre im Anfang des Jahres gewesen. Es war am 5. Dezember 2006 und das ist das zweite Kreuz für Stefan. Tja. So, weiter geht's. 30,48 cm sind ein Yard. Stimmt's? Stefan sagte nein, Sonja ja. Und Stefan hat recht. Stimmt nicht. 30,48 sind ein Fuß. Und ein Yard sind 91,44. Erste Kreuz für Sonja. 2:1. Was die Fehler angeht. 4 darf man sich erlauben. Nächste Behauptung. Che Guevara war Argentinier. Stimmt's? Beide sagen ja. Ja, das ist sehr schwierig. Und beide haben recht. Ja. In Rosario, in Argentinien wurde er geboren, 1928. Kein Fehler bei euch. Nächste Behauptung. Pumuckls Meister Eder heißt mit Vornamen Franz. Stimmt's? Beide sind sich einig und sagen nein. Und beide haben ein Kreuz gewonnen. Es stimmt! Franz? Franz Eder. Ich dachte, der hieß, ist der nicht Gustl? Ach, nein, das war der Schauspieler. Das war Gustl Beierhammer, der Schauspieler. Der Schauspieler hieß Gustl. Ja. So, Stefan, du hast 3 Fehler, ja. Sonja 2. Beim nächsten X, Stefan, ist Feierabend und du hast dieses Spiel verloren. Ja. Nächste Behauptung. Pakistan hat mehr Einwohner als Russland. Stimmt's? Stefan sagt ja, Sonja sagt nein. 165 zu 142 Millionen Einwohner. Und Stefan hat recht. Wow. 3:3 in den Kreuzen. Die nächste falsche Antwort. Und das Spiel ist vorbei. Wenn ihr beide falsch seid,
Machen wir weiter. Bis zum nächsten Fehler. Nächste Behauptung. Wenn Österreicher von einer Marille sprechen, meinen sie eine Aprikose. Stimmt's? Sonja sagt, ja, das stimmt. Stefan sagt, nein, das stimmt nicht. Marille ist auch ein rasierter Pfirsich. Es stimmt, Sonja hat recht. Das ist das vierte Kreuz für Stefan. Dieses Spiel geht an Sonja. Das sind 5 Punkte aufs Konto von Sonja, Ladies and Gentlemen. Und das heißt 8-7 für Sonja. Sie führt wieder und die Torte zeigt, dass wir noch 105 Punkte zu vergeben haben. Gerade mal 15 Pünktchen gespielt. Also es wird noch ein langer Abend, aber es wird schön weiter spannend bleiben, so ist's recht. So, und das ist unser nächstes Spiel. Kupp! Ja! Weiß einer, was Kupp ist? Nein. Kennt ihr Kupp? Nein, nie gehört. Schon mal gehört? Irgendeine Abkürzung vielleicht? Nee, es heißt wirklich Kupp. Stefan? Ich meine, ich habe das mal gehört. Kupp. Eine irgendwas Skandinavisches. Es ist auf jeden Fall was Skandinavisches. Ein skandinavisches Spiel mit Holzklötzchen. Und da haben wir natürlich aber auch einen Fachmann, der sich genau damit auskennt. Das ist der Magnus. Wo haben wir den Magnus? Magnus, na komm mal her! Unser Schiri. Magnus ist aktueller Mannschaftsmeister im Kuppsport Berlin. Hallo, Magnus. Hallo, Stefan. Hallo. Ach, da gibt's richtig. Ja, habt ihr eine Bundesliga oder sowas? Nein, eine richtige Liga nicht, aber bundesweite Turniere gibt es. Tatsächlich? Das ist ja unfassbar. Also es sind auf jeden Fall Holzklötzchen, die werden jetzt aufgebaut. Jeder hat eine Seite, ja, und da muss man mit diesen Holzklötzchen was machen. Wir können uns ja schon mal zumindest ein Hölzchen nehmen, das haben wir hier. Damit müsst ihr werfen. Ja? Genau. Magnus kann schon mal erklären, wie man nur werfen darf und ja, wie nicht. Also nicht von oben, nur von unten werfen? Und keine horizontale Rotation, also keine Schleuderwürfe. Was? Also nur so. Also so oder so. So. Und nicht so. Nee. Genau. Das wäre natürlich. Das wäre ja also Schleuderwurf. Aber damit könnte man ja, ich vermute, man muss die Klötze umwerfen, oder? Natürlich. Das sind die Kups. Wir gehen mal auf eine Seite, denn ihr habt jeder 5 Kups. Beziehungsweise, nee, das sind jetzt nur 4, sehe ich gerade. Ja, aber okay, dann spielen wir nur 4. So. Ihr müsst erst die 4 Kups des Gegners abwerfen. Ja? Also wenn jetzt hier Sonja stehen würde und da hinten Stefan, Sonja, dann musst du diese 4 Kups abwerfen. Aha. Und treffen. Wenn die umgefallen sind, sind sie raus. Und danach den König. Und wenn du das geschafft hast, hast du gewonnen. Was passiert, wenn man den König vorher abwirft? Gut, dann ist das Spiel beendet und der Gegner hat gewonnen. Das ist nämlich die schwarze 8 sozusagen. Ah, ja? Okay. Also vorher nicht den König treffen. Okay. So, wenn wir jetzt mal sagen, Stefan wirft von da hinten, trifft den Kupp von Sonja, dann muss dieser Kupp von Sonja, ach die Brille, sehr gut, ja, das ist natürlich richtig, dann muss dieser Kupp, der getroffen wurde, in die andere Richtung, beziehungsweise in das andere Feld geworfen werden, so natürlich nicht, sondern man muss treffen, aber gut, ihr spielt das ja. Moment, ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, weil die Brille kam. So. Der getroffene Kupp getroffen muss von Sonja dann hier hingeworfen werden und sie muss erst den treffen, bevor sie die anderen abräumt. Verstanden? Was heißt von Sonja? Das ist Sonjas Seite. Das ist Sonjas Seite. Ich treffe Sonjas Kupp. Genau, dann muss sie zur Strafe ihren hier reinwerfen und muss erst den treffen, bevor sie die hinteren angreift. Okay, und der bleibt dann da liegen, wenn er getroffen ist? Wenn er getroffen ist, wird er einfach aus dem Spiel genommen. Ah, okay. Ja? Gut. Es gibt noch einige weitere Regeln, aber dafür ist Magnus da, der kann die dann während des Spiels erklären, weil es sonst jetzt zu kompliziert würde. Ja? Okay. Okay, Stefan geht auf jeden Fall rüber. So, und jetzt müssen wir natürlich noch auswerfen, wer gewinnt, beziehungsweise wer anfängt. Du nimmst erstmal deine, wer anfängt. Und das machen wir, wer näher am König ist. Genau. Ne? Ihr werft jetzt. Wer näher am König ist, der fängt an. Richtig. Und wenn der König umkippt? Dann ist man auf jeden Fall, ist man auf jeden Fall Zweiter. Man darf den König nicht umwerfen. Auch jetzt beim Einwerfen nicht, oder? Genau. Nicht, nur näher dran. Berühren ja, umfallen darf er nicht. Und dann machen wir das auf 1, 2, 3. Achso, gleichzeitig? Ja, okay. Genau. Also, so, wirft mal. So. 1, 2, 3.
Gut, ja. Das ist eindeutig. Ja. Das war Stefan, das heißt Stefan beginnt. Ja, viel Spaß hier beim Wikinger-Schach. Ja, wenn ihr Fragen habt, Magnus ist da und Buschi kommentiert. Ich krieg aber immer nach, ich habe nicht nur 5 Klöppel, oder? Doch, du wirfst jetzt 5 rüber, hast 5 Versuche und danach hat Sonja 5. Ach so, ja? Okay. Ich dachte, ihr teilt euch die Wurfhölzer. Ich dachte, das geht immer abwechselnd. Gibt's also theoretisch jetzt schon die Chance für Stefan, wenn er mit 4 Hölzern die 4 Kups unten abräumt, mit dem 5. dann den König zu treffen. Aber wir werden sehen, dadurch, dass keine horizontale Rotation erlaubt ist, das ist eine ganz schwierige Angelegenheit. Ja, aber das macht er gut. Das macht er gut, Stefan Raab. Schöne Schwungbewegung und dann rollt das Holz und so ist es erlaubt, denn er hat ja senkrecht geworfen. Kann er das wiederholen? Ja, auch nicht schlecht, diesmal verspringt das Holz ein klein wenig. Das ist die Tücke an dieser Geschichte. Wieder lange Schwungbewegung. Und jetzt können wir schon ermessen, dass das eine ganz, ganz knifflige, ganz schwierige Angelegenheit ist. Du musst die nicht der Reihe nach abwerfen. Du hättest auch wieder auf den werfen können, nachdem du das erste Mal an ihm vorbeigeworfen hast. Achso, das ist wurscht. Ja. Was hast du jetzt gesagt? Man muss die nicht der Reihe nachwerfen, wie ich das jetzt mache, sondern man kann immer, ich mache das aber jetzt. Ich kann hier auch außerhalb stehen. Wieder auf den werfen. Hier, guck mal. Nee, außerhalb des Feldes nicht. Ein Fuß muss im Feld sein. Ach, ein Fuß muss im Feld sein? Ja. Einer? Okay. Also er testet wie immer gleich die Grenzen aus, Stefan Raab. Leben am Limit. So ist auch noch im Feld. Das ist ganz toll. So, ja. Passt auf, will heißen für Sonja. Sie muss erst einmal jetzt... Das heißt, sie nimmt jetzt erstmal die beiden, die umgefallen sind. Genau, die beiden Kups muss ich jetzt erstmal in Stefans Hälfte werfen. Jetzt habe ich noch einen Kup, ne? Nein, Kups sind die Dinger, die da unten stehen. Ja, aber ich habe noch einen. Ja, einer ist noch hier, ich darf noch einen werfen. Okay. Einen Klöppel hast du noch. Ich wollte schon da vorne Schluss machen. Ich habe noch. Oh, Freundchen. Wir wollten ihn schon bescheißen, ja. Wie habe ich das eben gemacht? Der war so, ne? Keine schlechte Idee, aber so war auch nicht schlecht. Ja, du standst sehr albern, aber es hat geklappt. Ist das eine Linie hier eigentlich? Wenn du jetzt noch dein Maßband rausholst. Also fällt er noch einen dritten Kup, das wäre schon ein exzellenter Start. Aber auch so kann sich das sehen lassen. Und Sonja muss zunächst einmal die beiden Kups in Stefans Hälfte platzieren. Nah hinter die Mittellinie zu werfen, weil es dann einfacher ist für dich, die zu treffen. Und du wirfst einen rüber und versuchst mit dem zweiten dann den ersten zu treffen, weil sie dann zusammengestellt werden. Ja? Also die müssen bei ihm im Feld landen. Ja, genau. Erstmal. Okay. Was ist, wenn nicht? Dann darf Stefan die frei platzieren. Ja, das hat schon mal geklappt. Das ist schon mal gut, denn der müsste gleich für Sie relativ leicht zu treffen sein. Regelverletzung. Und den auch platzieren. Jetzt versuchen, oder den zu treffen. Damit. Ja. Okay. Was? Wie muss mit dem schon ihn jetzt den treffen? Das wäre gut, dann werden die nämlich zusammengestellt. Ach, dann werden die zusammengestellt. Und dann kann man jetzt natürlich verstehe. Ja, okay, das ist so die Sonderregel, die dann erklärt noch einmal werden, zum Verständnis, wenn Sonja jetzt trifft, werden die beiden Kups übereinander gestellt und sind dann in einem Wurf nachher zu kegeln. Das funktioniert nicht. Und diese beiden müssen jetzt zuerst von ihr abgeräumt werden, mit ihren 5 Hölzern jetzt. Vielleicht nimmst du nicht alle 5 in die Hand. Nee. So, also jetzt erst der Versuch,
die Kups da im Feld zu räumen, ehe sie an die an der Grundlinie rangeht. Sehr schöne Kameraeinstellung. Ja, das ist der Trick. Ja, ja. Das ist. Ja, das haben wir überhört, aber natürlich viel Ehrgeiz im Spiel hier. Richtung stimmt schon recht gut. Ja, das war jetzt fast mit roher Gewalt, aber es funktioniert und dieser Kup ist jetzt aus dem Spiel. Ja. Den auch geräumt, das heißt zwei Kups aus dem Spiel, aber das heißt natürlich auch, Stefan jetzt mit 5 Hölzern, er muss noch 2 an der Grundlinie von Sonja räumen, sollte ihm das mit 4 Hölzern insgesamt gelingen, dann hat er noch 1, um dann den König abzuräumen, könnte also jetzt schon hier das Spiel für sich entscheiden, aber das Leben ist kein Konjunktiv, das muss er erstmal machen. Wenn ich hier den aus Versehen berühre, ist kein Problem, oder? Also nicht, dass mir das jetzt passiert. Oh, das macht er gut. Das macht er sehr, sehr gut. Da liegt der Verdacht nahe, dass er auch ein recht guter Bowler ist. Also gut aus dem Unterarm da und dann räumt das Holz den Kup ab. Er ist auf einem guten Weg, Stefan Raab. Kup steht noch, aber Max Mutzke erschlagen. Ja. Yo. Das macht er wirklich gut. Und jetzt hat er noch 2 Hölzer. Räumt er jetzt den König ab, hat er Kup gewonnen und streicht 6 Zähler ein, Stefan Raab. 2 Hölzer für den König. Und er hat das Publikum im Griff. Wir sind hier nicht im Musikantenstall. Hat er sich aus der Konzentration bringen lassen? Ja, vielleicht ein bisschen zu hektisch im Abschluss da die Bewegung. Noch einmal die Chance für Raab. Chance vorerst vertan. Okay. Ich habe eine Frage. Ja. Wenn jetzt. Nee, mach erstmal weiter. Das ist Taktik. Ja, ist das schon psychologische Kriegsführung? Dafür ist er bekannt. Er will in den Kopf von Sonja. Ist ihm das gelungen? Ruhig. Lass dich nicht irritieren. Ah. Ja, den können wir gelten lassen. Jetzt versucht wenn der sie jetzt nach außerhalb fliegt, ist das dann... Dann kann Stefan den frei platzieren in seiner Hälfte. Das ist ja für einen Eimer eigentlich. Dann, am besten treffen. Der hat sie den Mut, das jetzt zu versuchen. Der liegt ja eigentlich gut in guter Reichweite und kann dann beide aufeinander stellen. Wäre ein Vorteil. Ja, aber er bleibt im Feld, er bleibt im Feld und jetzt muss sie zunächst wieder diese beiden sich im Feld befindlichen Kups räumen, darf noch nicht an die an der Grundlinie rangehen.
Gut. Ja, und sie muss eigentlich jetzt auch möglichst schnell den zweiten aus dem Feld räumen und dann einen da hinten von der Grundlinie von Stefan auch klären, damit er nicht alle fünf Hölzer nachher für den König hat. Ach so. Ah, los. So, das ist schon mal exzellent gelöst. Mit zwei Hölzern die beiden Kups aus dem Feld gestoßen. Und jetzt Minimum einen da hinten von der Grundlinie räumen, um Stefan es etwas schwieriger zu machen nachher. Ja, da hüpft er drüber weg. Richtung war sehr, sehr gut, aber die Tücke nach dem Aufprall springt das Holz über den Kupp hinweg. Zwei Hölzer noch für Sonja. Es knistert hier im Studio. Ja, jetzt wird der Druck immens. Also sie sollte da einen Kupp räumen. Sonst hat er fünf Matchbälle da, der Stefan Raab, für dieses Spiel. Ja, ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtiger Kupp für Sonja. Und jetzt schauen wir mal, wie Stefan Raab damit umgeht. Er muss zunächst diesen einen Kupp in Sonjas Feld werfen. Wird natürlich versuchen, das möglichst nah zur Mittellinie hinzutun, damit die Entfernung nicht zu groß ist. Also wenn der rausklackert, wenn der reinfällt und dann rausrollt, ist er draußen. Nein, ja. Dann darf Sonja entscheiden, ja, bzw. Ja, freisetzen. Aber das bedeutet, ja, also er muss im Feld liegen bleiben. Ja. Ne? Okay. War das gut? Relativ nah an die Mitte. Aber den muss er jetzt erstmal wegräumen. Noch ist der König tabu. Wie viele Hölzer braucht er dafür? Fünf stehen ihm zur Verfügung. Ja, das hat ein bisschen was von Golf. Bernhard Langer in seinen besten Zeiten. Halt doch mal die Klappe. Ich kann mich hier überhaupt nicht konzentrieren. Nee, war ein Spaß. Nee, warte, ich hab dich ganz lieb. Nein, kurze Besonderheit, wenn du den nicht treffen solltest, ja, dann darf Sonja mit ihren fünf Würfen auf diese Höhe vorgehen, um die anderen Cups zu treffen. Ach, das habt ihr euch gerade einfallen lassen. Nein, es ist so. Aber wir haben gesagt, die Regeln kommen dann, wenn sie ins Spiel kommen. Also, ich will dich nicht unnötig unter Druck setzen, aber musst du schon abräumen. Treffen. Wenn ich den nicht mit den Vieren treffe. Ja, die Fünfen sogar. Ja, du hast sogar fünf. Ja, exakt, fünf sind das ja. Nein! Noch vier Hölzer für diesen Kupp. Zack, guck mal, beinahe. Wahnsinn. Da sagt er nichts zu. Ruhe. Wieso habe ich das eben gemacht? Und nicht übertreten. Nein! Auch das war knapp. Ja, sehr schön, ihn in der Zeitlupe nochmal zu sehen, aber es hilft ihm natürlich nicht weiter. Ja! Und jetzt erneut die Möglichkeit für Stefan Raab mit zwei Hölzern. Vorhin hat er diese Chance ausgelassen, jetzt also wieder für dieses Spiel Matchball Raab. Berühren darf ich schon, ne, die Linie, oder? Nur aber nicht drüber. Ja, gibt's denn das? Nächste Chance, letzte in diesem Durchgang für ihn. Nein! Das gibt's doch nicht!
Die Schwierigkeit liegt wirklich darin, dass man keine horizontale Bewegung da drin haben darf. Das Ding ist viel näher und man meint, das wäre einfacher. Ja, und aber er ist auch noch größer. Aber so, jetzt Sonja also mit der Möglichkeit, da wieder ein bisschen was zu verändern. Ja. Das ging mir nicht anders. Auch wieder knapp vorbeigerutscht. Technik ist gut bei Sonja. Aber es ist wieder so, dass sie unter Druck steht, denn sie muss dafür sorgen, dass Stefan nicht mit allen Hölzern gleich, mit allen fünf direkt auf den König gehen kann. Muss man einen anderen nehmen? Vielleicht, ja. Und nicht übertreten, Sonja. So, das ist jetzt natürlich die Riesenchance. Mit allen fünf Hölzern kann Stefan auf den König stehen. Das Ganze machen wir jetzt mal unkommentiert. Besser so. Oh! Was ist das denn jetzt? Weitermachen. Ist er umgefallen? Der König ist nicht steht mehr da. Steht er oder steht er? Ja, aber nicht mehr da. Guck dir das an, das gibt's doch gar nicht. Ja, da ist sehr viel Pech im Spiel, aber weitermachen. Für alle Zuschauer, die später dazukommen, hier bei Schlag den Raab, zwei Matchbälle in diesem Spiel noch für Stefan Raab. Kannst du gleich erzählen. Nein. Ja, Stefan Raab gewinnt. Stefan Sieg, ja. Glückwunsch. Sonja, sehr, sehr knapp, sehr, sehr spannend und wir gucken ganz schnell. Vielen Dank, Magnus, dass du uns dieses Spiel näher gebracht hast. Wir gucken ganz schnell auf den Punktestand nach diesem sensationellen Cup-Spielchen. 13 zu 8 jetzt für Stefan nach Spiel 6. Und so geht's weiter. Es geht um 500.000 Euro und gleich mit Rollhockey geht's weiter. Eishockey nach dem Klimawandel, das spielen wir gleich. Also ihr könnt euch jetzt schon mal ein bisschen umziehen und wir sind gleich wieder da. Ladies and Gentlemen, gleich geht es weiter hier bei Schlag den Raab mit Rollhockey. Schon eingefahren. Rollhockey ist angesagt bei Schlag den Raab. Es geht um 500.000 Euro heute Abend. Stefan gegen Sonja. Und bei mir ist die Schiedsrichterin jetzt hier.
Nicole Pazia, du bist Schiedsrichter vom Deutschen Rollsport- und Inlineverband und außerdem amtierende Europameisterin im Rollhockey, meine Damen und Herren. Sehr gut. Glückwunsch nochmal dazu. Danke. Wir fangen mal gleich mit den Schuhen an. Also, das sind keine Inliner, sondern das sind die richtigen Disco-Roller von früher, sogenannte Starlight Express-Mauken, also mit vier so nebeneinander. Und dann sind das ganz normale Hockeyschläger, die unten gebogen sind, ne? Ja, also so eine Rollschuhe, die sind natürlich vorne mit Stahlkappe normalerweise, weil es ist schon ein körperbetontes Spiel. Aber ich denke, hier für die Zwecke reicht es durchaus aus. Genau, und vorne ein bisschen angebogen, das ist auch praktisch, da kann man hinterher nach dem Spiel die Zähne schön zusammenfegen. So, jetzt schön zu den Regeln. Ihr spielt 3 Minuten, ja, wer innerhalb dieser 3 Minuten mehr Tore schießt, logischerweise, der hat gewonnen, aber wann ist es ein Foul und wann musst du einschreiten? Also wir spielen Rollhockey, das heißt, der Ball darf nur gespielt werden, wenn wir uns auf den Rollschuhen befinden. Das heißt, im Sitzen, im Knien, im Liegen darf der Ball nicht gespielt werden und auf gar keinen Fall davon abgehalten werden, ins Tor zu gehen. Das heißt, was heißt nicht gespielt werden? Nicht berührt werden. Also der darf nicht berührt werden? Nein. Wenn ich nicht auf den Rollen stehe? Richtig. Was das passiert heißt, sonst als Sanktion? Also grundsätzlich beim Regelverstoß, auch bei übermäßiger Härte, Schläger überhalb der Gürtellinie. Wir probieren natürlich mit dem Schläger nur den Ball zu spielen, weil ihr seid auch nicht besonders gut geschützt. So leicht sind die. Das ist, ja. So. Aber so reingehen wie beim Eishockey, Bodycheck ist schon erlaubt. Nein, eigentlich nicht. Wir spielen mit dem Schläger. Wir möchten Sonja gleich nicht aus der Bande flexen. Also pass ein bisschen auf, auch wenn es um 500.000 geht. Ist das ein körperloses Spiel? Es ist nicht direkt ein körperloses Spiel, aber ihr habt keine Schienbeinschoner an. Das heißt, mit dem Schläger. Wie beim Autoball. Auf die Schienbeine dann. Wie beim Autoball, ja. Stefan. So, wir gucken nochmal ganz schnell auf den Zwischenstand, damit wir wissen, was für eine Brisanz jetzt dieses Rollhockey hat. Also Stefan führt 13-8 gegen Sonja. Letzte Frage, Stefan. Wenn ich mich jetzt zum, theoretisch kann ich mich ja vors Tor legen. Nein. Nein. Wenn der Ball mich dann berührt, gibt es bei Regelverstößen, die ein Tor verhindern, heute direkt ein Gegentor für den anderen. Nehmen wir an, ich falle hin und der Ball berührt mich dann. Wenn du damit ein Tor verhinderst, ist das ein Punkt für Sonja. Okay. Also, nicht hinfallen. So, alles gesagt, jetzt müssen wir nur noch auslosen, wer den Ball als erstes hat. Stefan, du gehst auf die linke Seite, Sonja auf die rechte. Kopf. Und jetzt losen wir noch den Anstoß aus. Ja. Zahl. Stefan hat Anstoß. Ach so, das ist deine Seite. Anstoß? Ja, beziehungsweise du kriegst als erstes den Ball. Einfach nur den Ball. Ach, ich kann anfangen. Nach einem geschossenen Tor geht der Torschütze zurück zu seinem eigenen Tor. Derjenige, der das Tor kassiert hat, holt den Ball aus seinem Tor und probiert, beim Gegner ein Tor zu machen. Und so lange geht's los, wenn sie pfeifen, oder was? Richtig. Kann man die Schläger nicht was länger machen, dann muss man sich nicht so bücken. Nein. Leider nicht. Jetzt wird nicht geredet, jetzt wird gespielt, es geht los. Spiel Nummer 7, Rollhockey. Auf geht's also. Stefan Raab mit dem ersten Ballbesitz. Na, da ist direkt die Führung für Stefan Raab um Sonja rumgezogen. 1-0 nach wenigen Sekunden. Weiter geht's. Spiel läuft weiter, Uhr läuft, Spiel läuft weiter. Rollschuhtechnik. Fahrerisches Geschick ist gefordert. Weiter geht's. Jetzt ist unterbrochen. Da oben läuft die Uhr noch weiter. Das war jetzt aber unabhängig. Uhr läuft weiter, also es sollte alles relativ zügig jetzt gehen. Warum das denn? Sonja hat Ballbesitz und sollte weitermachen, denn die Uhr läuft gnadenlos runter. Ja, die hält mich fest. Haben Sie das gesehen? Der Ball läuft. Also es wird sehr, sehr viel diskutiert und relativ wenig gespielt hier in der Anfangsphase. Knappe Führung für Stefan Raab. Nein. Und da ist das 2-0. Und anschließend in die Bande, aber der Treffer zählt natürlich für Stefan Raab. Nach 1:15 2:0 die Führung für Raab. Was macht Sonja? Na, fast der nächste Sturz da. Ist gerade schon einmal auf dem Steißbein gelandet. Sonja. Der Ball ist frei, das Spiel, Ball ist frei. Spiel geht weiter, sagt die Schiedsrichterin. Und es ist die dicke Möglichkeit für Raab 3-0. Geht's noch? Hast du wehgetan? Das ist aber echt schwierig mit diesen Schuhen hier. Also ist schon leicht angeschlagen, fasst sich auch immer wieder ans Steißbein, auf das sie jetzt schon zweimal geflogen ist, Sonja. Und die Zeit läuft gnadenlos runter. Klare Führung für Raab. Und der nächste Ball gewinnt und das könnte, und das wird das 4-0 sein. Also das Ding hat er hier ziemlich sicher im Griff. 4-0 Führung für Stefan Raab. Da macht er gut dicht und das müsste fast das 5-0 werden.
Und das ist es. Also das dominiert er hier eindeutig. Das hat Ausmaß wie beim Autoball zu Beginn des heutigen Abends. Da macht er jetzt gut zu wieder. Er gibt hier einfach keine Torchance und hat wieder freie Bahn, Stefan Raab. Und mit viel Gefühl an den Innenpfosten. Was passiert jetzt? Weiter. Das Tor wird von der Schiedsrichterin wieder in die richtige Position gebracht. Ja, und auch hier merkt man schon, beide schnaufen kräftig. Also auch das geht. Sehen Sie das eigentlich, dass Sie mich immer festhalten will? Oder wird das nur geahnt, wenn ich sowas mache? So, und jetzt riecht es nach 6:0. Ja, 6:0 für Stefan Raab. Eine glasklare Angelegenheit hier beim Rollhockey für Raab. Aber ganz schön harte Tricks drauf hier. Sonja, alles gut? Ja. Wehgetan? Nein, alles wieder heil. Okay, dann kommt raus. Schnell auf den Zwischenstand. Das ist ein Sieg für Stefan gewesen. Und das sind 7 Punkte. Das heißt 20 zu echt jetzt für Stefan gegen Sonja. Ihr geht euch schnell umziehen. Geht euch schon mal umziehen. Also nach 7 Spielen, 92 Punkte sind noch offen. 28 gerade mal gespielt. So. Ein paar Stimmen einholen hier bei Sonja. Die Gesichter werden länger. Nein? Nicht ansatzweise. Nicht ansatzweise? Nein. Du hast gerade noch zugerufen, das wird vielleicht für sie ein gutes Spiel, weil sie eigentlich ganz gut Rollstuhl laufen konnte. Ja. So, aber eher Inliner? Die Information hatte ich. Nee, Rollstuhl fahren eigentlich auch, aber ich glaube so mit dem Ball so und Schläger war vielleicht nicht so, aber gut. Abgerechnet bis zum Schluss. Da haben wir noch ein paar Slow-Mos, ja, wo Stefan oben mit dem Beinschuss, ja, das tut natürlich doppelt weh. Ja, was muss denn jetzt im Prinzip noch für ein Spiel kommen, was ihr so mal so richtig liegen würde? Ja, bin ich jetzt ein bisschen sprachlos, aber ja, was liegt ihr richtig eigentlich? Na, mit Sport? Der Schwager springt ein, der will ja eh das ganze Geld haben oder zumindest 50% davon. Ich denke, die Big Points kommen noch, sie ist mental ziemlich stark, ich bin da relativ gelassen, sie wird's machen. Und auch vielleicht jetzt so leichte Verletzungen oder so, das bringt sie nicht aus der Ruhe, oder? Ja, eine Adrenalin ist so hoch, denke ich, das... Du erlaubst mir auch mal, dass ich mal ein bisschen gucke, wie sie sich beim Umziehen anstellt. Ne, das mache ich nämlich jetzt mal. Wir gehen mal nach hinten und schauen, wie weit die beiden sind. Dürft ja nicht so lange dauern. Helm ab, Schuhe aus und die Protektoren runter. Wie sieht's aus? Oh, Sonja sieht schon wieder aus wie das blühende Leben. Das würde ich gerne über Stefan sagen, aber es fällt mir gerade schwer. Hose noch. So, war ein klarer Sieg, ne? Ja, muss man sagen. Obwohl doch auch ein leichtes Gestolper hier und also, da an der Bande da war. Ohne Scheiß, ich bin das letzte Mal mit diesen Schuhen bin ich vielleicht vor 1985 wahrscheinlich. Ja, also das ist ganz deswegen. Man will bremsen und macht so nach hinten, aber die Stopper sind ja vorne. Ja. Okay. Bei diesen Schuhen, das ist echt schwierig. Also wir können wieder nach vorne gehen und du hast alles, keine Rücken. Nein, alles Probleme, ne? Das ist gut. Dann gehen wir mal wieder nach vorne und gucken mal, was wir jetzt für euch haben. Hier ist unser nächstes Spiel. Kisum. Was heißt Kisum? Andersrum gelesen? Musik. Musik, und darum geht es jetzt gleich. Ein Spot, dann sind wir wieder da. Sonja, da kann man nichts machen. Das ging klar an Stefan und das sind deine Punkte, nämlich 8 an der Zahl. Schauen wir mal auf den Zwischenstand jetzt nach dem 8. Spiel. So sieht es jetzt aus. Enteilt so langsam. Aber Sonja, 28:8 bedeutet natürlich immer noch gar nichts, denn 84 Punkte sind noch offen, 36 gerade mal gespielt. So, jetzt spielen wir dieses Spiel mit euch. Wo ist das? Ein Dia-Abend jetzt bei Schlag den Raab. Ich zeige euch eine Fotostrecke mit verschiedenen Fotos aus einer Stadt. Wer meint, die Stadt zu erkennen, der drückt den Buzzer. Wer drückt, hat wieder die 5 Sekunden Zeit, um seine Antwort zu geben. Bei richtiger Antwort gibt es einen Punkt.
Bei falscher Antwort bekommt der Gegner den Punkt und hat seinerseits die Möglichkeit, eine Antwort zu geben. Muss er aber nicht. Nein, wenn er nicht will, dann gebe ich das Spiel wieder frei. Ich habe gerade nicht zugehört. Ja, das ist ein großes Problem an dieser Stelle. Ausnahmsweise erzähle ich es nochmal. Ab wann hast du dich ausgeschaltet? Ab welchem Punkt? Bei, wie hieß das Spiel? Nicole Scherzinger. Kiesung. Ja, ja, genau. Alles klar. Ja. Du hast immer noch auf die Hacken geguckt. Also, wenn einer eine falsche Antwort gegeben hat, gibt es einen Punkt für den Gegner. Und der Gegner kann lösen, muss er aber nicht. Dann gebe ich nämlich den Dia-Abend wieder frei, wenn ich noch welche habe. Und dann könnt ihr wieder eine Antwort geben. Also, wenn ich eine falsche Antwort gebe, kann sie die lösen, so kriegt gucken. Einen Punkt von mir und noch den einen von ihr dazu. Wenn sie richtig gelöst hat. Sie muss aber auch nicht lösen, weil ich hätte ja vielleicht noch ein paar Dias, dann wird es leichter. Dann darfst du aber auch noch mal. Dann darfst du wieder mitmachen. Und ihr den zweiten Punkt schenken bei einer zweiten falschen Antwort. Je nachdem, wie du es möchtest. Wer zuerst 5 Punkte hat, gewinnt dieses Spiel. Wir machen mal ein Beispiel. Ja? So wird das vonstatten gehen. Also die Bilder stehen so ein paar Sekündchen, dann kommen ein paar neue dazu. Vielleicht wird es sogar mit der Zeit ein bisschen einfacher. Das kann auch alles sein. Und sobald ihr eine Idee habt, kloppt ihr auf den Buzzer und sagt... Das könnte Rio sein, zum Beispiel. Muss es nicht. Ist ja nur ein Beispiel. Es wäre... Rio de Janeiro gewesen. Hier sehen wir das berühmte Maracanã-Stadion. Dann hätten wir noch sowas für euch gehabt. Ja? Und so weiter. Okay. Zuckerhut, Christusstatue. Ja, verstanden alles? Mhm. Okay. Wer zuerst 5 Punkte hat, hat dieses Spiel gewonnen. Okay, wir legen los. Erste Stadt. Wo ist das? Hamburg, Alster, also Hamburg. Das ist die Alster. Und das müsste Hamburg sein. Das ist richtig. Hier haben wir die Binnenalster, Fischmarkt, Michel, Rathaus, Reeperbahn und zum Schluss noch das lustige HSV-Maskottchen. Also, das ist der erste Punkt für Stefan. Nächstes Städtchen. Stefan war schneller. Moskau müsste das sein. Moskau ist richtig. Das hätten wir noch gehabt. Roter Platz und Basilius-Kathedrale. 2:0 für Stefan. Komm, Sonja. Ja. Nächstes Städtchen, vielleicht für dich. Sonja. München. Ja. Das sieht aus wie München. München ist falsch. Siehst du? Das sieht aber aus wie immer. München ist falsch. Stefan, möchtest du lösen? Brutal. Möchtest Gott du lösen? Gott sei Dank, das nicht gedrückt, aber kurz davor. Ich hätte beinahe gedrückt. Nein, ich möchte nicht lösen. Gut, dann gebe ich das Spiel wieder frei für euch beide. Mhm. Weiter geht's. Brüssel. Es Europaparlament. Es ist Brüssel. Richtig. Ja, da hätten wir Menneke Piss gehabt und das Atomium. Dann hätte es auch Ozzy Osbourne gelöst. So, 4:0. Der nächste Punkt für Stefan wäre schon der Sieg in diesem Spiel. Wo liegt was? 4 hat er. Hier ist die nächste Stadt.
Das ist George Washington, das müsste Washington sein. Dann lösen wir mal auf. Also wenn das, der sitzt wahrscheinlich nur da, oder? Ja. Kapitol, Weiße Haus, es ist Washington, das ja. ist Stefan, fünfter Punkt. Ja. Auch dieses Pultspiel geht relativ deutlich an Stefan. Wo liegt was, hat er gewonnen und so sieht die Punktevergabe aus. Spiel Nummer 9 für Stefan. 37 zu 8. Jetzt muss Sonja alle Kraftreserven mobilisieren. Ganz Detmold muss ich jetzt mental mit ihr vereinen. So, aber 75 Punkte sind ja noch zu vergeben. Und was wir gleich mit euch vorhaben, das verrate ich euch nach nur einem Spot. So, wir sind wieder da und Spiel Nummer 10. Das hätten wir gerne. Der Pfahl kommt mit, der steht draußen. Wir müssen noch mal nach draußen und zwar zwei Stück haben wir davon. Wie sieht's mit Schwindel aus bei dir? Ach, du kletterst doch, ja, hab ich eigentlich doch gesehen, nicht. Oder? Ach, du bist Klettererin? Kletterin, genau. Sag mal Kletterin oder Klette. Ja. Nein, aber du hast doch geklettert in deiner Matz. Nein, oder nur für uns. Kannst du anziehen? Nein. Ja, es wird ein bisschen schattig draußen. Ich habe keine Höhenangst. Nein? Nein, das wäre schlecht beim Klettern. Das ist richtig. Es geht jetzt allerdings ein bisschen weiter nach oben. Das kann ich euch schon mal verraten. Ein Pfahl, der ist 10 Meter hoch. Dann müsst ihr rauf und was ihr da dann machen müsst, das verrate ich euch, wenn es da ist. Sonja, ach guck mal, hier sind schon die ersten Fanclubs von dir. Da wird noch Mut zugesprochen. Hast du es denn noch drin? Du ja, darfst klar. jetzt nicht einknicken, nein, ne? Das weißt du schon, ich auch ne? Nicht, aber er ist so stark. Was rufen die? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall sind es keine Pro-Stefan-Anfeuerungsrufe, sondern wahrscheinlich für Sonja. Stefan, bist du schon im sicheren Sieg oder ist das jetzt vielleicht die große Gefahr, dass du jetzt ein bisschen Konzentration ja, das, verlierst? Also jetzt kommen die hohen Punkte, das weiß jeder, dass bei so einem Spiel hinten raus, wenn sie jetzt zwei Spiele gewinnt, ist sie wieder dran. Ja, und dann wird es wieder eng. Deswegen, wir haben das beim letzten Mal gesehen. Ja. Also ich habe das letzte Mal noch deutlicher vorne gelegen als jetzt, absolut. Aber was willst du machen? So, Sonja, und da du ja gut klettern kannst, ja, was wir eindrucksvoll in der Matz gesehen haben, am Hermannsdenkmal, genau. sehr, sehr gut, haben wir sowas Ähnliches ja, quasi für dich ganz aufgebaut. Ähnlich, ja, ja. Okay. Da gucken wir mal drauf. Also, ja. das ist ein Pfahl. Wir haben sogar, weil wir so nett waren, gleich mal zwei Reihen geflockt. So. Das sind Tom und Kalle. Ihr werdet Hallo. Euch mit den beiden jetzt Hallo. Vertraut machen. Hallo. Werdet jetzt in dieses Geschirr steigen, das kennt ja Sonja. Und ich hoffe, ihr habt ein Ohr, dann kann ich euch nämlich schon mal so ein bisschen erzählen, was wir vorhaben mit euch. Also, ihr müsst diesen Pfahl logischerweise hochklettern. Und dann müsst ihr, wenn ihr oben seid, euch aufrecht auf die Füße stellen. Also, aufrecht heißt mit durchgedrückten Knien. Oben ist eine Glocke. Die müsst ihr aktivieren und diese Glocke, die löst einen Countdown von 30 Sekunden aus. Wer als erster diese 30 Sekunden stehend überstanden hat, gewinnt das Spiel. Ja, also ihr müsst diese 30 Sekunden in aufrechter Position dann noch überstehen. Sollte es keinem gelingen, die Glocke zu läuten, dann gewinnt derjenige, der zuerst oben mit der Hand die Plattform berührt hat. Sollten beide den Countdown auslösen und beide nicht die vollen 30 Sekunden stehen, dann gewinnt derjenige, der länger stand, logischerweise. Ihr habt insgesamt 5 Minuten Zeit, um die Glocke zu läuten. Und solltet ihr innerhalb dieser Zeit abstürzen, ihr seid gesichert, macht euch keine Sorgen, dann müsst ihr von unten wieder anfangen. Ja. Ja? Das sind die Regeln. Also, wie beim Maibaumklettern,
Nur gewinnt man keine Frau aus der Eifel, sondern 500.000 Euro heute. Das ist doch auch mal schön. Hast du noch Fragen? Ja. Und zwar? Zum Stehen nochmal. Auf den Knien? Oder das habe ich nicht ganz... Nein, die Knie durchdrücken. Das mache ich mit aufrecht stehen. Also sowas zum Beispiel, das gilt nicht. Nee. Ne? Also ich muss auf der letzten Stufe du musst, aufrecht stehen. Nein, du musst auf dem Flock stehen. Auf dem Flock? Auf dem Pfahl. Ja, ja. Pfahl. Du musst auf dem Pfahl stehen. Oder? Genau. Sonst kommst du auch übrigens gar nicht an die Glocke dran. Okay. Auf dem Pfahl stehen. Das heißt, man kann sich nicht mehr nirgendwo mehr festhalten. Nein, nein. Auch nicht an der Glocke. Die wird nämlich dann hochgefahren. Also ihr müsst auf dem Pfahl aufrecht stehen. Sowas hier läuten und dann so runtergehen gilt nicht, sondern durchgedrückte Knie. Erst läuten, dann stehen. Geht man, passt man denn da überhaupt drauf? Oder passen da zwei? Ich habe ja relativ große Füße. Ja, aber das, du, wenn die ein bisschen überstehen, das macht uns gar nichts. Ja. Ja? Das sehen wir nicht so eng. Sonst noch weitere Fragen? Nein. Alles gut? Alles gut. Moment. So, welche Richtung? So, hier. So rum? Ja. Wenn es ein bisschen nass ist, hackt einfach die Fingernägel ins Holz, dann sind die Splitter ein schöner Widerhaken. Fuß bitte noch nach unten. Die Hände dürfen schon dran. Stefan, Fuß am Boden. Also. Ja, auf mein Kommando. Fuß okay. am Warte Boden. Warte mal, also irgendwie, das hängt mir hier so... Was hängt hier schon? Das ist, seid ihr sicher, dass das fest ist? Ja, die Karabiner sind fest. Mal rein, nein, ja? Das ist nur, guck mal, das ist hier nur der... Okay. Also lass dich da nicht irritieren. Alles klar. Ich kann das auch nochmal hier reinstecken. Hier das Ding auch. Dann stört es dich nicht so ganz doll beim Hochklettern. Ist okay. aber noch fest, ne? Ja, bei dir ist es auf jeden Fall fest, bei Stefan auch, glaube ich. So, Fuß nach unten auf dem Boden. Okay. Spiel 10, der Pfahl startet jetzt. So, jetzt geht es als erstes mal darum, wer als erster oben am Pfahl ist und als erstes die Hand auf die Plattform legt. Das wäre für den Fall, dass es beide nicht schaffen mit dem Stehen, der Sieg. Stefan ist leicht vorne. Ist jetzt mit der Hand an der Plattform. Das hat er schon mal als erster geschafft. Aber wie gut kommt er jetzt oben auf den Pfahl? Ja, das ist natürlich jetzt auch so eine Geschichte. Hat man da Höhenangst? Ja, Probleme bei Stefan Raab. Ja, da kommt sie natürlich noch lange nicht an die Glocke, die Sonja. Sie muss erst ganz nach oben. Gleiches gilt für Stefan, der jetzt schon mit einem Fuß oben drauf ist auf der Plattform. Jetzt gilt es natürlich, das Ganze auszubalancieren. Ja, das kostet natürlich unglaublich Überwindung. Beide stehen noch nicht oben auf der Plattform. Stefan jetzt mit dem linken Fuß wieder drauf. Sonja scheint sich nicht so recht zu trauen. Ja, ja, schauen Sie mal in das Gesicht. Das ist... deutlich der Respekt zu erkennen und sie traut sich einfach nicht, die Füße da oben auf die Plattform zu setzen. Stefan hat den linken oben drauf. So, jetzt ausbalancieren. Jetzt steht er. Und jetzt hat er die Glocke geläutet und jetzt muss er noch 30 Sekunden, der Countdown geht runterstehen, dann hat er's. Ja, Sonja traut sich nicht oben auf die Plattform. Sie bleibt weiter auf den letzten Stufen des Pfahls. Sie muss hoch, oben auf die Plattform. Sonst hat sie keine Chance, an die Glocke zu kommen. Und so ist ja auch die Regel. Sie muss oben stehen. Und wenn Stefan durchhält, und das sieht ganz danach aus, hat sie hier eh keine Chance mehr. 8 Sekunden muss Stefan noch durchhalten. Dann hat er den Pfahl gewonnen. Jetzt steht auch Sonja, aber das ist zu spät. Denn jetzt hat Stefan Raab gewonnen. Ja! Boah. Ja, hättest du oben schon mal üben können für Turmspringen am 24. Ja. Boah, was war denn das für ein Breakdance da oben? Da war ein bisschen knapp, ne? Ich habe mich gerade noch so fangen können. Ich habe mich schon unten gesehen. Ja, ich ehrlich gesagt ich auch. Ich war weg. Ich war im letzten Moment, habe ich irgendwie noch die andere. Du hast dich geschickterweise an der Glocke festgehalten. Ja, aber... Sonja, mach dir nicht zu viel Mühe. Lass dich runterhängen. Ach so? Ja. Wir haben doch freundliche Herren, die dich aufhängen. Das schaffen wir vom Gewicht noch. War es schrecklich da oben? Nee, als ich stand, war es okay. Ich habe mich nur nicht. Boah, aber die Eier sind ja ganz schön. Die haben ja dann einen Ausschlag vom halben Meter da oben. Ja, wir hatten jetzt nicht die Zeit, den so richtig festzumachen da unten in der Erde, aber es hat ja zumindest gehalten. Ja, man muss ja, wenn man oben ist, schnell hochgeklettert ist. Muss man erst mal warten, bis der Pfahl ruhig ist, weil der wackelt ja wie Bolle da oben. Auf jeden Fall ein Sieg für Stefan in diesem 10. Spiel und das sind die Punkte. Nach Spiel Nummer 10. Also, jetzt wird es langsam ein bisschen eng für Sonja. 8 zu 47 für
Stefan. Und es sind nur noch 5 Stück. Gleich sind wir wieder da mit Spiel 11 bei Schlag den Raab. Sonja gegen Stefan. Schlag den Raab. Es geht um 500.000 Euro. Sonja gegen Stefan. Ganz schnell nochmal der Zwischenstand. Auch als Motivation für Sonja, jetzt nochmal alles aus sich rauszuholen. 47-8 für Stefan. Aber das macht jetzt Mut. Guck mal, noch 65 offene Punkte. So, erst jetzt lohnt es sich. Ja, vielleicht hat sich der alte Mann ja schon verausgabt. So, jetzt spielen wir Spiel Nummer 11. Und so heißt es. Duell. Ja. Und das gegen den Metzger? Ja. Also wenn man jetzt Wurst machen müsste dabei, dann würde ich sagen, habe ich einen klaren Vorteil. Nein, man muss keine Wurst machen, sondern man muss mit einer Wurst was machen. Okay. Noch seht ihr sie nicht, denn ich werde euch erstmal die Regeln erzählen. Dreht euch mal ein bisschen ein für die Kameras. So. Ihr habt beide jeweils und kriegt gleich eine Fleischwurst, die identisch viel wiegt. Ja, also mit einem gleichen Gewicht, sogar selben an dieser Stelle. So, ihr müsst von dieser Fleischwurst immer ein Stück abschneiden. Wer das schwerere Stück abgeschnitten hat, der holt den Punkt. Ja, das schwerere. Wer das schwerere Stück abschneidet, der was? Der hat den Punkt. Das wiegen wir hier. Ach so. Ja, deshalb eine Waage. Ja, dann lege ich meine ganze Wurst da drauf, sag mal. Ja, pass mal auf. Ach so, jetzt kommt der Haken an der Sache. Jetzt kommt der Haken an der Sache. No, die abgeschnittenen Stücke werden weggelegt und sind aus dem Spiel. Von dem Rest muss wieder ein Stück abgeschnitten werden und dann wiegen wir wieder. Wer das Schwerere hat, hat den Punkt. Und wer zuerst den 5. Punkt geholt hat, der hat das Spiel gewonnen. Das heißt, diese Wurst muss man sich ein wenig einteilen, also, Stefan. Ja, ich verstehe. Also so, muss das mindestens war der 5 Punkte machen. Mit 5 Punkte muss man machen. Ja, 5 Punkte muss man machen, dann hat man das Spiel gewonnen. Sollte einer kein Wurststück mehr haben, Stefan, der Haken, ja, der andere aber schon, dann verliert derjenige, der keine Wurst mehr hat. Kann man sich auch noch selbst verstümmeln dabei und weitermachen, wenn man... Wenn ich deine Wurstfinger gelten lasse, ja, aber tue ich heute nicht. Ja? So, jetzt fehlt... Ihr habt alles verstanden soweit? Ja. Ich glaube ja, oder? Ja. Dann fehlen ja jetzt noch die Würste und die werden auf vielfachen Wunsch heute präsentiert von Emilia. Meine Damen und Herren, Emilia bringt die Würste! Ja? Okay. Oh. So. Du darfst dir eine aussuchen. Ihr schneidet immer ein Stück ab und dann wird das gewogen und das schwerere Stück hat den Punkt. Mhm. Verstanden, ne? Mhm. Das ist deine Wurst, dann ist das Stefans Wurst. Wieso? Ja, weil sich Sonja die Wurst ausgewogen hat. So, ihr müsst einmal die Seiten tauschen, damit wir das von der Grafik richtig haben. Stefan, blau und Sonja. Die auch gleich schwer sind. Die sind gleich schwer. Ach. Die sind gleich schwer. Jetzt geh dahinter. Das riecht aber ein bisschen nach Verschwörung, oder? Nein. Das riecht wenn nach... Wenn einer so energisch sagt, die sind gleich schwer. Das riecht nach Zeit. So. Metzger, dann hol mal die Jugend wieder raus. So, ihr habt alles verstanden? Ja? Ja. Ihr seht natürlich nicht, was der andere macht. So, dann möchte ich euch jetzt bitten, euer erstes Stück Wurst abzuschneiden. Ihr legt dann das Stück bitte auf die Papiere, nein, auf das hier, das dünne. Und kommt dann bitte mit nach vorne. Sonja, das Stück Wurst auf das dünne Butterbrotspapier legen, ne? Und zu mir nach vorne bringen. So, Stefan, deins zuerst. Na, da hast du dir ja richtig Mühe gegeben. So, Sonja, das wird knapp. Ja, das ist Sonjas erster Punkt, meine Damen und Herren. Ist da eigentlich nur Pelle oder war da auch Wurst dran, Stefan? So, hier wird nicht geguckt, ne, nach drüben.
Sonja hat's. Okay, du kannst dich schon langsam der Waage nähern. Stefan, nur ein Blatt, bitte. Sonja, nee. Ja, jetzt könnt ihr gucken, jetzt mir ja egal. Bloß ihr dürft nicht die anderen. Nein, nicht rüber gucken, weil ihr seht ja den Rest der Würste. Ich muss jetzt merken, wie viel Wurst die noch hat, stimmt. Ja. Muss ich ja jetzt drüber nachdenken, wie viel Wurst hat die denn noch? Ja, so langsam Spielprinzip das verstanden. Das ist der erste Punkt für Stefan. So. Sonja, kannst du ja nach hinten. Ich mach den Rest hier. Nicht, dass sie denken, wir verschwenden ihr Essen. Nein. Die Würste werden nach der Sendung wieder zum Supermarkt zurückgegeben und umetikettiert. So. 1:1. Und es wird nicht rüber gelinst. Herr Uppenhövel, darf sonst noch was sein? Ich hätte gerne noch eine Pinocchio-Mortadella. Ja. Würste ohne Gesicht, meine Damen und Herren. Viele Kinder kennen das heute gar nicht mehr. So. Das wird lustig. Ja, der ist mir. Ja, das ist der Punkt für Stefan. Zwei zu eins für Stefan. Stefan überlegt noch, ob er ein Gesicht schnitzen soll. Sonja ist fertig. Okay. Nein, ich mach das. Ach so. Oh. Na, musst du auch was tun hier. Oh, der feine Herr. Ja. Ja, das kann ganz schön knapp werden. Boah. Das ist der Punkt für Sonja. Ja, das war schon enger. Jetzt entscheiden die Salmonellenfamilien, wer den Ausschlag kriegt. Wie steht's? 2:2. Wer als erstes den fünften Punkt macht, hat gewonnen. Und es geht um 500.000 Euro, Sonja. Aber sonst lass dir keinen Druck aufbauen. Gerade ein System zu entwickeln. Ist aber reichlich spät jetzt, ja, oder? Aber die Hälfte. So, komm, schneid ab. Das passt aber alles, ne? Ein Metzgerhemdchen da, das ist alles, sieht alles gut aus. So, ja. Vorsicht, noch nicht. Kann ich mich korrigieren? Ja, aber das ist blöd, weil man darf immer nur ein Stück drauflegen, ne? Also du kannst die Wurst hinterher nicht wieder zusammentackern. Ja. Das wollen wir machen. So. Oh. Ja, das ist deutlich. Der Punkt für Sonja. Wie steht das? 3:2 für Sonja. 3:2 für Sonja? Mhm. Viel Wurst kann die nicht mehr haben, ehrlich gesagt. Stefan überlegt, ob er jetzt schon all in gehen soll, meine Damen und Herren. Naja, all in ist schwer. Ich muss ja noch, wie viele Punkte brauche ich noch? 3. Das hast du sehr spitzfindig gerechnet. Ja. Okay, ja, dann. Abschneiden. Wie viel hat Sonja jetzt? 3. 3 hat auch 3, ja? Okay. Nein, nicht auch, du hast 2. Ja. Auch 3 wie ich gleich. So, Stefan, ich brauche dein Stück Wurst. Das kriegst du jetzt eh nicht mehr korrigiert da. Drück runter. Ich muss noch 3 Punkte machen, wa? Ja. Mein lieber Schwan. So, ja. Her damit. Och, guck mal. Ja, Mann!
Es steht 3-3. Zwei Punkte braucht ihr noch jeweils für den Sieg im Wurstduell. Und wenn Stefan das verliert, wird er zur Adoption freigegeben von seinen Eltern, glaube ich. Boah. Ist sie schon soweit? Ich bin mir relativ sicher, weil normalerweise bist du immer derjenige, der länger braucht. Ja, sie ist soweit. Das oder das? Komm, jetzt spiel nicht noch Hüpfekästchen, sondern... Das ist dein Stück. Das ist das Stück von Sonja. Nein! Ja, das ist der deutliche Punkt für Sonja. 4-3 für Sonja. Sonja braucht noch einen Punkt. Stefan noch zwei. Also wenn ich es nochmal teilen will, jetzt kann ich auch zwei Stücke nachher dann auf eins drauflegen, oder? Nein, eben nicht. Achso, ich hab ja gut. Ein Stück schneidest du jetzt ab und bringst du nach vorne. Ja. Und? Stehen bleiben. Kommst Polizei. Du? Polizei. Ja. Der Wurstpolizei. Okay. Das ist Sonja. Nicht so draufschmeißen. Das ist der Sieg für Sonja. Guck dir das an. Guck dir das an. Der eine Zipfel, guck dir bitte, das zeigt den Leuten. Der Zipfel mehr auf der Wurst hätte den Punkt für mich bedeutet, Freunde. Hätte. Aber du hättest sonst keine Restwurst mehr gehabt. Also. Ja, aber sie auch nicht, oder? Ja, aber dann musst du dir ja vorher überlegen, ob du hier die Schlumpfmütze abschneidest oder nicht. Also, das ist der Sieg für Sonja und das sind die Punkte für Sonja, meine Damen und Herren. Das als Metzger, Mensch. Als Metzgersohn verliert Stefan das Wurstduell. 19 Punkte für Sonja, 47 für Stefan. Das ist die Torte. Also noch 54 Punkte sind zu vergeben. So, und jetzt gehen wir zum Pult und schauen uns mal an, was wir jetzt für euch haben. Tischtennis. Ja, Tischtennis. Oh nein, sagst du? Hast du noch Schmerzen? Nein, Nein. Das Schienbein ist aber nicht. Von was war das? Ist noch heil. Keine Von was war das? Hockey. Ach du Schande. Ja, du kannst dich ja rächen. Jetzt beim Tischtennis. Ich bin ja schon mal gegen eine Frau. Ja, allerdings ist es eine etwas andere Tischtennisplatte. Michael Zwipp ist wieder da, unser Schiedsrichterobmann vom DTTB. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Zwipp. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. So. Wir müssen uns beeilen. Also, das ist eure Tischtennisplatte. Die hat uns netterweise Bernhard Hoeker zur Verfügung gestellt. Also, ja, an dieser Platte wird gespielt. Und wir spielen aber, Herr Zwipp, ganz normale offizielle Tischtennisregeln. Die da heißen? Wir spielen die normalen Tischtennisregeln wie im internationalen Leistungssport. Wir haben eine Ausnahme. Wir werden den Aufschlag nach jedem Punkt wechseln. Wir spielen zwei Gewinnsätze. Bei 11 Punkten ist der Satz gewonnen. Und 2 Punkte Unterschied immer bei 2 11, Punkte ne? Unterschied bei 11, ja. Alles verstanden soweit? Ja. Also 2 Punkte Unterschied bei 11, ja. Ja? Okay. Gut, eingeschlagen wird sich nicht, ja? Also ihr werdet euch nicht los mit dieser Platte Wir vertraut wählen um machen. Den Aufschlag. Wer möchte genau wählen? Sonja? Schwarz oder rot? Es geht um die Angabe. Schwarz. Du darfst jetzt entscheiden, ob du zuerst aufschlagen willst oder soll Stefan? Aufschlagen oder soll Stefan ich aufschlagen? Ich schlag auf. Okay, dann geht es los. Sonja schlägt auf. Tischtennis, Spiel also ansonsten alles Nummer wie beim richtigen 12. Tischtennis. Wie beim richtigen Tischtennis. Ja. Erster Satz 0-0. Oh. Ja. Ja, das ist genau das Problem.
zu viel Schwung und der Ball fliegt sofort ins Aus. Oh, ja, 0-2. Sehr gut. Ja, da fehlt noch das rechte Timing bei Sonja, das Einstellen auf diese deutlich kleinere Platte. Ja! Toller Ballwechsel und mit etwas Glück Stefan Raab auf die Kante. Deutliche Führung für Raab, 4-0. Ich bin Sonja Schläger. Sonja, du steckst auf. Naja, sobald man zu viel ausholt, zu viel Ausholbewegung zeigt, ist zu viel Schwung da und der Ball fliegt über die Platte hinaus. Klarer Vorsprung für Raab hier im ersten Satz. Boll-like, was er da abliefert. 6-1. Ja, das ist eigentlich eine gute Übungsform, um die kurzen Bälle zu üben. Wieder ein längerer Ballwechsel und Punkt für Sonja. 7-2. Ja! 2-8. Warum Tricks hier? 8-3. Stefan schlägt. Ich schlage auf. Okay. Immer noch 5 Punkte Vorsprung für Raab. Hier im ersten Satz jetzt 6 Zähler Vorsprung. Ja, und immer wieder diese leichten 10, Aufschlagfehler 3, bei Sonja. Satzball Raab. Oh. Und mit einem Schmetterball mit der Rückhand. Der erste Satz an Stefan Raab. Das ging aber schnell. Und Seitenwechsel. Ach, schon gewonnen den Satz? Ja, bis 11. So, jetzt muss Sonja was an der Spielweise ändern. Sie muss diesen Satz gewinnen, um hier in der Partie zu bleiben. Das ist aber auch gemein, Frauen und Tischtennis, das geht nie. Naja, sag das mal Nicole Struse. Ja, also gibt schon gute Tischtennisspielerinnen. Frauen machen das so. Fangen wir mal an. Ich fange an. Ja, okay. Dafür können Sie alles an der Wurst. Ja. Nein, nein, nein. Nein. Nicht. Lass sie jetzt. Das habe ich nicht gewollt. Ja, wieder ein leichter bitte Ruhe. Aufschlagfehler bei Sonja. Bitte sparen Sie sich die Kraft, dass Sie jetzt gleich für mich jubeln können. So. Wow. Ja, der war dran. Der war noch dran. War der wirklich noch dran? Können wir da den Videobeweis einfordern? Wo ist der Ball? Der ist an meinen Schläger gekommen. Wir haben noch genug Bälle. So, jetzt gibt es die Zeitlupe. Der Schiedsrichter das Wort. Schiri entscheidet, 2-1 für Chef. Naja. Ja, wieder etwas zu viel Schwung. Stefan setzt sich wieder leicht ab hier. Ja, gute Länge in diesem Rückhandball von Stefan Raab. 4-1 im zweiten. Jawohl. 5-1. Ja, immer wieder die Fehler von Sonja. Wieder beim Aufschlag. 7-1, 4 Punkte fehlen noch. Eins, acht. Ja, jetzt blockt sie die Bälle und der war auf jeden Fall an der Kante. Gut geblockt die Bälle in dieser Situation von Sonja. Da baut Stefan Druck auf, 9-2. 10-2, Stefan. Matchball, und zwar 8 Stück für Stefan Raab in diesem Spiel. Ja! Und da hat er es geschafft. Satz und Match. Danke, Michael. Unser Schiri. Das ist der Sieg für Stefan gewesen und das sind die Punkte.
So, 59 Punkte. Also, gleich ein Matchballspiel. Was wir gleich spielen, das gibt es nach einer ganz kurzen Pause. Gleich Matchballspiel für Stefan Raab gegen Sonja. Zurück bei Schlag den Raab. Sonja gegen Stefan und die große Frage: Bleiben die 500.000 Euro im Haus und wandern in den Jackpot oder kriegt Sonja die zweite Luft? Wir schauen auf den Zwischenstand. So sieht es aus. Also 59 zu 19. Das heißt, das nächste Spiel, das ist Spiel Nummer 13, ist ein Matchballspiel für Stefan. Wir erinnern uns, davon hatte er beim letzten Mal auch schon zwei. Ich hatte beim letzten Mal sogar mehr Punkte als, ich hatte sogar 60 beim letzten Mal und der Martin hat trotzdem noch gewonnen. Siehst du, Sonja? Also, deswegen, es ist noch alles drin und das spielen wir mit euch. Koffer packen. Kommt nach vorne. Kennen wir doch alle, ne? Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Genau so spielen wir das. Nimm bitte Platz, Sonja, Stefan. Also, jeder Spieler muss immer einen neuen Begriff in den Koffer packen. Wer dran ist, muss den gesamten Kofferinhalt in der richtigen Reihenfolge wiedergeben und dann einen weiteren Gegenstand hinzufügen. Das heißt, Gegenstand ist hier eine Karte. Ihr zieht einfach eine Karte, so wie ich das jetzt mache, und dann hätte man Folgendes, zum Beispiel Lupe. Ihr zieht die Karte, lest sie, zeigt sie mir schnell, damit ich sie in die Kamera halten kann, und dann schmeiße ich sie herein. Ja? Achso, wir dürfen keine eigenen Begriffe nennen. Nein, oder? Damit es fair ist. Das sind sonst die Begriffe. Könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ich nehme alle SSDS, DSS, WE, MOG, AB, RTL, AD-Kandidaten mit. Natürlich, das könntest du sagen. Ja. Das Tolle ist verboten, sondern nur die Begriffe, die da draufstehen. Ja? Ich zeige dann die Karten in die Kamera. Moment, ihr guckt sie euch nur kurz an. Die Reihenfolge? Die losen wir gleich aus. Wer anfängt, das wird eine Münze entscheiden. Okay. Ihr beginnt immer den Satz mit: Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Damit geht es los. Und dann zählt ihr auf. So. Ihr habt ein Zeitlimit. Ja, pro Durchgang. Es beginnt mit 20 Sekunden. Das haben wir immer. Und pro weiteren Begriff kommen 5 Sekunden dazu. Ne? Das ist das Zeitlimit. Also nach der ersten Karte sind es bereits 25 Sekunden. Es gibt dann einen Countdown, die letzten 5 Sekunden hört ihr dann Piep oder ich sage auch Beeilung. Okay. Ja? Wer als erstes einen Fehler macht oder das Zeitlimit überschreitet, der hat dieses Spiel verloren. Wenn ihr einen Begriff überspringt, ist das ein Fehler. Mhm. Ja? Ihr könnt einen Begriff korrigieren, allerdings nur an genau dieser Stelle. Wenn ihr danach einen Begriff von später nimmt, ist das Spiel auch verloren. Mhm. Ja? Also, das müsst ihr bedenken. So, eine Münze. Also, lass mich mal kurz vorher sagen, falls ich jetzt gewinnen sollte, das Spiel Schlag den Raab hiermit heute vorbei ist, muss ich nochmal sagen, wirklich ein ganz großes Kompliment. Die Sonja hat wirklich gekämpft. Ja? Und bei allen Spielen. Und es war dann teilweise auch wirklich sehr knapp. Und großen Respekt, ich bin ja auch weiterhin der Meinung, dass das durchaus von einer Frau gewonnen werden kann. Manchmal hat man das Glück halt auf seiner Seite. So, Sonja. So, ja. Mach mal nicht so auf dicke Hose. Genau diese Predigt hat er beim letzten Mal gehalten und ist dann ohne Koffer nach Hause gegangen, Sonja. So, jetzt losen wir erstmal aus. Zahl oder Kopf, okay. Zahl. Du beginnst. Alles klar? Mhm. Also, du ziehst jetzt eine Karte, guckst drauf, gibst sie mir und beginnst immer den Satz: Ich packe meinen Koffer mit. Es geht los. Ich packe meinen Koffer mit einem und tue ein Messer rein. Und nehme mit ein Messer. Gut. Und Stefan. Ich. Ach so. Ja. Ich packe meinen Koffer. Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Messer. Und ein Nudelsieb.
Ein Nudelsieb, war das richtig? Ja. Erst aufsagen, dann die Karte ziehen. Aber mach jetzt erstmal weiter. Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Messer, ein Nudelsieb und einen Tennisschläger. Jetzt erst aufzählen und dann die Karte ziehen. Stefan, du bist dran. Ich packe meinen Koffer, nehme mit ein Messer, ein Nudelsieb, einen Tennisschläger und eine Briefmarke. Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Messer, ein Nudelsieb, einen Tennisschläger, eine Briefmarke und einen Würfelbecher. Ich packe meine Koffer und nehme mit ein Messer, ein Nudelsieb, einen Tennisschläger, eine Briefmarke, einen Würfelbecher und eine Kettensäge. Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Messer, ein Nudelsieb, einen Tennisschläger, ein Würfelbecher. Das war's. Nein. Ja. Ja. Super gemacht. Lass dich drücken. Mhm. Riesen Applaus für Sonja, meine Damen und Herren. Einmal darf Stefan dran riechen, aber er kann ja nicht so gut riechen. Insofern nehme ich es wieder. Also, nächste Ausgabe Schlag den Raab geht um 1 Million Euro am 15. Dezember in diesem Jahr. Falls Sie nochmal mitspielen wollen, ja? Er wartet auf Sie. Schlagdenraab.de, das ist unsere Internetseite. Der Gewinner des Audi ist jetzt unten eingeblendet. Ihnen noch eine schöne Nacht aus Köln. Sonja, dein Applaus. Zuschauer, nochmal Riesenapplaus für Sonja. Dankeschön. Tschüss.